König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialfolge von König, Bube, Dame, Gast. Wir sind heute hier versammelt, um die zweite Family and Friends Folge mit euch zu bestreiten, nämlich Magic Terror. Das sind 7 Kurzgeschichten von Peter Straub. Und bei mir ist der Flo. Hallo Flo. Hallo Dela. Außerdem bei mir ist die wundervolle Julia. Hallo Julia. Hallo Dela. Ja, und wie gesagt, wir wollen heute über Kurzgeschichten reden. Und bevor wir das tun, übergebe ich mal das Wort an den Flo, damit er uns das Ganze ein bisschen einordnet. Ja, vielleicht sollte man noch genau sagen, dass das Buch Magic Terror.Stories heißt. Denn aus mir vollkommen unerfindlichen Gründen gibt es auch einen Magic Terror.Roman von Straub. Den habe ich aber auch noch nicht gelesen, deswegen habe ich keine Ahnung, ob es da irgendwie einen Zusammenhang gibt. Ja, wer ist denn Straub? Straub haben wir schon kennengelernt, denn er hat zusammen mit Stephen King den Talisman und das Schwarze Haus geschrieben. Und leider wird diese Geschichte nie beendet werden, denn Straub ist leider 2022 auch schon gestorben. Vorher hat er eine Reihe Romane und Kurzgeschichten geschrieben und vieles davon ist der Blaue-Rose-Zyklus, so sein Magnum Opus. Da werden wir heute auch noch genauer drauf eingehen. Ich denke mal, die 7 Geschichten, die wir heute besprechen, das ist so ein kleiner Rundumschlag durch sein Werk. Mhm. Und dann können wir gucken, ob das für uns interessant ist oder nicht. Mhm. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Genau. Und Julia erzählt uns mal, was in der ersten Geschichte so vor sich geht. Ja, sehr gerne. Also die erste Geschichte in dem Buch heißt auf Deutsch Zena und auf Englisch Ash Puddle. Ist insofern entscheidend zu erwähnen, weil es zwischen Dela und mir ein ziemlich großes Missverständnis gegeben hat, weil sie mich fragte, ne, Dela, welches Buch ich denn lesen würde, weil wir mit unterschiedlichen Titeln gearbeitet haben. Wieder was gelernt. Und in Zena ist es so, dass eine Erzieherin mit dem Nachnamen Ash, beziehungsweise Ash im Englischen, aus der Ich-Perspektive berichtet über die entscheidenden Erlebnisse in ihrer Kindheit, die sie letztlich zu der Person haben werden lassen, die sie heute ist. Und ob das so ein toller Charakter ist, darüber werden wir jetzt wahrscheinlich etwas genauer reden. Ich muss tatsächlich sagen, über den Charakter kann ich gar nicht so viel sagen. Aber für mich war das eine sehr, sehr coole Geschichte. Ja, sie ist mir ein bisschen zu absurd und zu dadaistisch. Aber trotzdem muss ich sagen, ich hatte sehr viel Spaß an dem Stil, an diesem ganzen Märchenhaften daran und auch an dieser Aschenputtel-Komponente. Wie ging's euch denn damit? Also ich bin da voll und ganz bei dir. Also ich bin, wie ihr beide wisst, kein großer Fan von Kurzgeschichten. Mich da wirklich abzuholen und mitzunehmen, dazu gehört schon einiges und diese Geschichte hat es tatsächlich geschafft. Also sie springt ja sehr zwischen den Zeitpunkten. Also das eine ist im Hier und Jetzt, das andere sind die Erlebnisse in ihrer Kindheit. Und gleichzeitig, witzigerweise, ich wusste gar nicht, dass sie auf Englisch Aschenputtel heißt, die Geschichte. Habe ich trotzdem die Symbole aus dem Märchen in der Kurzgeschichte wiedererkannt und dachte irgendwann, hä, das ist ja wie Aschenputtel. Und ich würde jetzt nochmal ein bisschen genauer, wenn es für euch okay ist, auf den Inhalt eingehen, weil ich glaube, die Geschichte ist schon lang genug draußen, sodass wir nicht spoilern. Ja, generell in dieser Reihe wir spoilern, egal ob die Bücher alt oder neu sind. Okay, alles klar. Also, die gute Frau Ash ist über 50, Erzieherin, hat wohl ein Gewichtsthema und ist Single. Klingt jetzt erstmal ziemlich banal und 0815, allerdings hört sie wohl auch Stimmen und sieht Trugbilder. Begründet ist das Ganze in einem Kindheitstrauma, so wie ich das verstanden habe. Die Mutter verstarb plötzlich und die kleine Frau Ash, ich weiß gar nicht mehr, wie sie mit Vornamen heißt, wurde das gesagt? Habe ich mir zumindest nicht aufgeschrieben. Kann mich zumindest auch nicht dran erinnern. Genau. Ich glaube nicht, nein. Gut, die kleine Frau Ash kam damit
nicht gut zurecht. Also sie ist sehr behütet aufgewachsen, auf einem Familienanwesen. Scheinbar hatte die Familie auch Geld gehabt. Und nach dem Tod der Mutter scheint der Vater mit einer Freundin seiner verstorbenen Frau anzubandeln. Vielmehr diese Freundin namens Zena scheint sich an ihn ranzumachen. Und die junge Frau Esch kommt damit nicht zurecht und entwickelt daraufhin verschiedene Eigenwilligkeiten, um es mal euphemistisch auszudrücken. Und später, wie gesagt, wird sie Erzieherin, lebt ein sehr einfaches Leben, ein sehr simples Leben, hat sich aber Regeln zurechtgelegt, wie eine Person zu sein hat oder nicht. Und wendet diese, nennen wir es mal Regeln, auch auf die Kinder an, die sie betreut. Was nicht unbedingt einen guten Ausgang für die Kinder hat. So, das Ganze ist, finde ich zumindest, mit einem ganz schönen Tempo verbunden. Springt sehr hin und her, ist sehr symbollastig. Und vor allen Dingen diese Andeutungen machen das Ganze doch schon sehr lesenswert, finde ich zumindest. Frage an dich, Flo. Hat dich das auch ein bisschen an eine bestimmte Bibliothekarin aus unserer King-Historie erinnert? Tatsächlich nicht, aber jetzt, wo du es sagst, kann ich die Verbindung verstehen. Weil wir haben hier auch wieder sehr viele Elemente von das Böse als Naturgewalt zum Beispiel. Zum Beispiel fällt der Satz, these children will never call me Miss Fat Ash. These children know that I am the same as all nature. Also und auch so mit Wetter und so weiter und so fort wird hier sehr viel gespielt. Also die hat für mich schon so ein bisschen die Energie, nicht unbedingt eines Outsiders, aber viel fehlt nicht. Ja, ich kann es gut sehen, was du meinst. Die Frau ist wirklich eine Naturgewalt, weil sie auch einfach bigger than life beschrieben wird. Ich habe natürlich auch wieder ein paar englischsprachige Rezensionen gelesen, auch wieder New York Times und so weiter. Und es ist lustig, dass überall als erstes erklärt wird, dass Aschpuddle is the German name for Cinderella. Also erstmal wird das erklärt. Deswegen finde ich es auch interessant, warum Aschpuddle und nicht dann direkt Aschenputtel, aber okay. Aber ich fand ja auch diese ganzen Märchen, ich meine, Märchen sind ja eigentlich Horror-Stories in den meisten Fällen. Und diese Motive dann hier so drin zu sehen, das hat mir echt gefallen. Also hat Spaß gemacht. Noch eine Frage, die mir auf der Seele liegt, weil ich nicht weiß, ob die euch aufgefallen ist oder nur mir. Aber für mich ist diese ganze Geschichte auch wieder 1:1 umlegbar auf das Thema Behinderung. Weil es fängt ja gleich ganz am Anfang an, diese Beschreibung, wie andere Leute auf sie reagieren. Dass immer, wenn du so fett bist, also sie beschreibt es selbst, wenn du so fett bist, gucken die Leute dich an und denken, du musst deinen Job machen aus blanker Nächstenliebe. Weil du sonst niemanden hast, den du lieben kannst, weil dich sonst niemand liebt und so weiter und so fort. Diese ständige Mischung zwischen Mitleid und Abscheu, die immer in die eine oder in die andere Richtung kippt. Genauso, dass du nur unter den anderen Ausgestoßenen, in Anführungsstrichen, so richtig unkommentiert bleibst in deiner ganzen Form. Egal, ob das jetzt um Übergewicht geht, um Behinderung in irgendeiner Form. Da fällt zum Beispiel der Satz, I drove through the city to the slummiest section, where dirty people sat in their chairs and drink right in the middle of the day. I went to the department store nobody goes to unless they're on welfare and have 5 or 6 kids with all different last names. I just parked on the street and sailed in the door. People like that, they never hurt people like me. Also genau dieser Punkt von die Ausgestoßenen, das sind die einzigen, die da keine Meinung zu haben und die auch okay zu dir sind und so weiter. Und bei denen du eben nicht diesen Balanceakt zwischen Mitleid und Abscheu hast. Das zweite, was ich fantastisch fand, I thought of myself as a work of art. I caused responses without being responsible for them. This is the great freedom of art.
Und das ist halt genau der Punkt. Eine Behinderung, eine optische Behinderung, egal ob die jetzt eben starkes Übergewicht ist, ob das eine körperliche Behinderung im ganz klassischen Sinne ist, zum Beispiel eine Amputation oder egal was, eine optische sichtbare Behinderung, löst diese Reaktion aus und du bist nicht Teil des Dings, das die Reaktion auslöst. Du hast darauf keinen Einfluss. Und genauso dieser Punkt von, wenn du wirklich fett und trotzdem fröhlich bist, denken die Leute entweder, dass du das bist, um sie zu verarschen, oder damit du, sie dir vergeben, dass du so fett bist. Und sie fangen dann automatisch an zu denken, dass du dumm bist, weil du glaubst, du kämst damit auch. Gehst damit drum rum. Oder sie bemitleiden dich halt, weil du dich dieser Selbstsabotage hingibst oder dieser Selbstillusion. Und diese drei Punkte, das sind so Sachen, die kann ich persönlich aus meiner eigenen Erfahrung 100% auf alle Arten von Behinderung umlegen. Und das fand ich als Allegorie ziemlich großartig. Kann ich gut nachvollziehen. Wie du auch gesagt hast, man kennt ja dieses Trope vom fröhlichen, fetten Mann. Mhm. Also allein schon der Weihnachtsmann, seien wir mal ehrlich. Ja. Ja, da fängt das ja schon an. Und ja, das passt hier. Deswegen, die Frau ist ja echt bösartig, aber es traut ihr halt auch niemand zu, weil sie diese fröhliche Fette ist. Ja, und weil sie eben einerseits für dumm gehalten wird, andererseits für... Sie macht das ja wirklich nur aus Nächstenliebe, weil einen anderen Grund kann sie ja nicht haben. Na? Also genau, es spielen alle Faktoren da mit rein, die sie quasi belasten, die sie gleichzeitig entlasten. Und dann habe ich mal noch eine Frage. Diese Geschichte mit der Tapete. Ich persönlich habe das gelesen als Anspielung auf die Kurzgeschichte The Yellow Wallpaper von Charlotte Perkins Gilman. Das ist so eine dieser ersten Geschichten, die weibliche Gesundheit, weibliche psychische Gesundheit so ein bisschen mit in den Vordergrund gerückt haben und ins Bewusstsein gerückt haben. Eben dieser ganze Trope von The Mad Woman in the Attic und sowas, Hysterie und so weiter und so fort. Aber ich verstehe nicht, ob es wirklich nur das sein soll oder ob da mehr dahinter steckt. Habt ihr da ein Gefühl dafür? Möchtest du, Flo? Fang du mal an. Ich wollte nur sagen, ich kann nicht viel dazu sagen, denn ich kenne die Geschichte nicht. Okay. Und in die Richtung sind meine Gedanken aber jetzt tatsächlich auch nicht gegangen. Also die Basisidee an dem Yellow Wallpaper ist die, dass die Frau mehr oder weniger depressiv ist, nachdem sie ihr Kind geboren hat. Und ihr Mann beschließt halt einfach, ja, die ist nur hysterisch und das hat alles nichts zu bedeuten und so weiter und so fort. Und sperrt sie mehr oder weniger in ihr Zimmer dort ein und sie wird halt langsam wahnsinnig, weil sie in ihrer Isolation sich halt nur mit ihrem eigenen Wahnsinn beschäftigen kann, der sich eben auf diese Tapete in ihrem Zimmer projiziert. Das ist eigentlich die Ursprungsgeschichte. Okay, also ich kenne die Geschichte auch nicht. Mhm. Also jetzt aus der Erzählung von dir aus fällt es mir ein bisschen schwer, das einzuordnen. Ich habe in der Tapete, um deine Ursprungsfrage zu beantworten, zumindest auch ein Symbol gesehen, was sich durch die Geschichte halt zieht. Aber für was? Für was steht? Für die Bindung zu der Mutter, würde ich sagen. Okay. Ich glaube, es ist eine Verbindung zwischen dem, was war und dem, was ist. Ja. Und der Punkt ist der, was ich auch ganz interessant fand. Also alles, was im Jetzt ist, wird ja von ihr sehr hässlich beschrieben. Mhm. Was früher war, ist märchenhaft. Also sie fängt ja die Erzählung über ihre Kindheit auch an mit "Es war einmal". Und sie ist ja gezielt auf der Suche nach dieser Tapete, die ihre Mutter
einst hatte. Und sie beschreibt auch irgendein Vorkommnis mit der Tapete nochmal genauer. Ich finde es aber gerade leider nicht. Ich habe eben nebenbei schon gesucht. Der Punkt ist allerdings der, dass sie der sagt, im Innersten hätte sie einen kleinen harten Stein. Mhm. Dieser Stein hat einen Namen: Mutter. Und die Mutter selbst hat ja auch vor ihrem Tod gesagt, denke stets an mich und ich werde immer bei dir sein. Und die Protagonistin fühlt ja dann noch an, Hass ist der innere Teil der Liebe und daraus resultiert ja dieser Stein quasi, ne? Und sie sollte sich auch noch um den Vater kümmern. Also da, ne, ist wie so eine Last auf sie gelegt worden. Und ich glaube auch, dass diese Tapete so ein äußerer Ausdruck für diese Verbindung ist. Und gleichzeitig erfährt sie auch das Muster von der Tapete. Die heißt denkendes Schilf. Auch da haben wir wieder so einen Naturaspekt zumindest drin. Also da ist irgendwie so eine Verknüpfung. Ich kann sie auch nicht ganz greifen, aber ich würde schon sagen, das ist so dieses... Ja, oder sie nimmt was mit. Dieser Punkt, dass sie, als sie die Tapete findet, dann quasi einmal explosionsartig speit? Im Laden? Ja. Also ich habe das so gelesen, als hätte sie sich einfach mordsmäßig dann aufgeregt. Also vielleicht ist es dann auch, wenn du das gefunden hast, was du die ganze Zeit haben wolltest, und es ist genau das, und es schockt dich dann doch, dass du siehst, dass da vielleicht irgendwie Emotionen raus wollten und sie sich übergeben musste. Ich weiß nicht. Ja, weil ich habe halt genau deswegen da diese Verbindung zur psychischen Gesundheit gesehen, weil einerseits sie halt die ganze Zeit mit ihrer Essstörung allein gelassen wird, beziehungsweise sie bekommt ja Hilfsangebote, die sind halt nur nicht sinnvoll zielgerichtet. Sie werden ja als Angriff verstanden. Aber dass sie halt mit ihrer Essstörung und all dem alleine ist, genauso wie eben in Yellow Wallpaper diese Frau eben nur mit ihrem Wahnsinn alleine gelassen wird und versuchen muss, sich da irgendwie selbst raus zu befreien. Mhm. Und eben genau dieser Punkt von dieses Kindheitstrauma, ich rede mir ein, früher war alles besser und dann habe ich diese Tapete und auf einmal sehe ich, dass das genauso scheußlich ist wie alles andere, was in diesem Jetzt ist und ich das eben nicht zurückbringen kann und so weiter und so fort. Und dass das quasi dieser Anfang dieses nervlichen Niedergangs ist. Aber vielleicht lese ich da wirklich einfach zu viel rein. Das ist gut möglich. Ich finde deinen Ansatz aber sehr spannend. Weil ich habe es jetzt zum Beispiel nicht mit ihrer Essstörung übereingebracht. Mhm. Wäre natürlich auch nochmal so eine Komponente, die man da sehen kann, durchaus. Ich habe jetzt aber die Stelle gefunden mit der Tapete, die ich meinte. Mhm. Und zwar geht es da um, wo sie anfängt mit dieser Essstörung und das erste Mal diese Naturgewalt dann erfährt. Und sie beschreibt, ich stand auf der Spitze des Hügels über der Straße und hob die Arme. Als ich in meine Seele sah, erkannte ich zwei unterschiedliche und notwendige Zustände. Den der weißen Linie und den der weiblichen Engel. Die weiße Linie existierte im stillen Reich der Trennung. Sie berührte weder Himmel noch Wiese, sondern das Dazwischen. Die weiße Linie war Schweigen, Isolation, Klassizismus. Dieser Zustand ist die Hälfte dessen, was man braucht, um künstlerische Freiheit zu erlangen und heißt das denkende Schilf. Ja, okay. Diese Tapete hat was mit ihrem Zustand zu tun, mit diesem Naturzustand auf alle Fälle. Auch mit der Isolation und so weiter. Ja. Das stimmt schon, ja. Also diese Isolation hat sie ja schon als Kind gefühlt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie nicht vielleicht schon vorher da war, dass sie vielleicht die Bindung zu der Mutter sehr stark gewesen ist. Und gleichzeitig, wie gesagt, die haben wohl auf dem Land gewohnt, auf einem riesigen Anwesen. Es ist keine Rede von anderen Kindern. Es wird nicht davon gesprochen, dass sie irgendeine andere Vertraute hatte. Und dann dieses Alleinsein und in diese Essstörung hineinrutschen. Und vor allen Dingen mit dieser Zena, die ja wohl auch eine sehr eigenwillige Person sein muss. Okay, ich glaube, ich habe zu der Geschichte da nichts mehr auf meinem geistigen Zettel. Es war sehr interessant, euch zuzuhören. Ich habe auch nichts mehr. Eine Sache würde ich gerne noch anmerken. Ja? Was ich total interessant fand, war, dass dieses Innenleben sehr ausführlich beschrieben wurde und
ja sehr symbollastig gewesen ist. Und als es dann darum geht, dass sie offensichtlich dieses vermisste Kind aus ihrer Klasse wohl umgebracht hat, ist das sehr kurz, knapp und sehr eindrücklich. Also da fand ich dann doch so eine Radikalität, die für mich einerseits in einem Widerspruch stand, aber andererseits sich auch genau einfügte. Also das fand ich, es war wie so ein Schockmoment. Das fand ich, wollte ich nur anmerken, von Straub gut geschrieben. Mhm. Und ein letztes habe ich noch, das ist auch ein Zitat meinerseits. They live their whole lives in utter abyssal ignorance. They think of hope as an essential component of the universe. Und das ist halt auch wieder in Kombination mit dieser ganzen Thematik von Behinderung beziehungsweise Übergewicht und so weiter. Die Ausgestoßenen der Gesellschaft oder die Krüppel oder die Verrückten, die wissen halt, dass die Realität nicht die Hoffnung ist und so weiter und so fort. Im Vergleich zu diesen Eltern, die da ihr in ihrer Laufbahn begegnen und so weiter. Und dieser tief empfundene Kontrast von, ich finde das faszinierend, dass es Menschen gibt, die wirklich glauben, sie hätten ein Recht darauf, glücklich zu sein. Das ist ja auch so eine Feststellung, die habe ich in meinem Leben ja regelmäßig. Und auch das fand ich stilistisch sehr schön umgesetzt. Da stimme ich dir zu. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch zur nächsten Geschichte, oder? Isn't it romantic? Oh ja. Okay, ich habe eine kurze Einleitung dazu. Und zwar, der Leser bzw. die Leserin begleitet in dieser Kurzgeschichte den Spion bzw. den Attentäter N auf seine letzte Mission vor seinem Ruhestand. Trotz seiner Bemühungen und seiner Vorsicht verläuft dieser Einsatz in Südfrankreich nicht wie geplant. So. Los. Erste Frage. Wer hängt seine Klamotten auf, wenn er weiß, dass er nur 2 Tage bleibt? Über was machst du dir denn Gedanken? Das war der erste Punkt, wo ich mich gefragt habe, was mit dem nicht stimmt. Oh mein Gott, es ist mir gar nicht aufgefallen. Wo, was, wann, wo? Ich würde es niemals machen, aber ich verurteile Leute auch nicht, die das tun. Ja, aber ja. Du verurteilst Menschen generell sehr viel weniger als ich. Das will ich jetzt nicht sagen. Ich weiß auch, warum er sie nicht verurteilt. Er weiß nämlich genau, dass ich zu solchen Menschen gehöre. Deswegen habe ich mir auch keine Gedanken darüber gemacht, weil, ja gut, ich gebe zu, es kommt drauf an, je nachdem, was das für ein Aufenthalt ist. Für 2 Tage? Nicht alles. Ich denke gerade an meine letzte berufliche Reise zurück und es gab Kleidung, die ich aufgehängt habe, weil sie einfach hängen musste. Ja, okay, aber... Ja, aber ja, okay. Was stimmt nicht mit N? Das ist eine gute Frage. Eine Menge, würde ich sagen. Ja. Ich weiß nicht. Hatte die auch so... Welche Autofeld nehme ich denn jetzt? Robert Ludlum oder so? So diese älteren Agentengeschichten. Es wollte... Ich glaube, es wollte eine Noir-Geschichte sein. Und dafür hat es aber hinten und vorne nicht gereicht. Weil ich glaube, es war dafür stilistisch viel zu glatt. Und es hat viel zu viele Bullet-Points abhaken wollen, die es aber eben so lieblos abgehakt hat, finde ich. Ja, ich fand die auch irgendwie... Ja, du sagst es, zu glatt. Man ist irgendwie so drüber gerutscht. Es hat für mich... Es hat keine Ecke gegeben, an der ich mich festhalten konnte. Ich habe sie gelesen und gedacht, okay, merkst du dir noch bis zum Podcast, danach vergisst du sie eh wieder. Ja. Also... Die fand ich jetzt nicht so. Das ist auch dieses Agententhema, das kann man gut umsetzen, aber ich glaube auch nicht in Kurzgeschichte. Ah, doch, kann man schon. Ah, doch, ja, hast aber recht. Aber es ist halt, erstens ist, finde ich, ist das hier für eine Kurzgeschichte viel zu langatmig. Ja. Zweitens, diese ganze Paranoia kommt für mich hier überhaupt nicht raus. Drittens, bisschen Frage. Gesagt, ja. Hat er überhaupt eine Paranoia? Ich würde auch zweifeln. Okay. Ja, so ein bisschen, ich würde schon denken, so ein bisschen, ja. Halt mit seiner Kollegin und so weiter, dass er plötzlich auftaucht und so. Und dass er diesen,
diesen Mopedfahrer da erschießt, wo er sich nicht sicher ist, ob das jetzt wirklich einer war, der auf ihn angesetzt war oder nur ein üblicher Handtaschendieb. Na, vielleicht ist das auch einfach nur jemand, der seinen Job viel zu gerne macht. Ja, und halt nicht wirklich gut, seien wir ehrlich. Ja. Aber du wolltest noch was Drittes sagen, Dila. Mhm. Da bin ich dazwischen gegangen. Ja, wie gesagt, und das Dritte ist halt für mich, dass es ganz deutlich was sein möchte, nämlich eben so ein klassisches noir-artiges Agentenspionage-Ding, aber dafür halt zu glatt und zu lieblos ist. Das sind halt für mich diese drei Punkte. Und das Nächste ist, es ist für mich zumindest, da ich diese ganzen Noir-Sachen kenne, demzufolge auch unglaublich vorhersehbar. Weil zum Beispiel, dass die Kneipierstochter sein Verhängnis wird, war mir auch von Anfang bis Ende klar. Ja. Ich stimme dir absolut zu. Ich würde noch mal ganz kurz den Ablauf der Geschichte zusammenfassen. Mhm. Also er kommt dort an. Es ist ein kleines Dorf in der Nähe der Pyrenäen. Heute hat diese Gemeinde ca. 300 Einwohner. Ich glaube, das Ding heißt Montory. Mhm. Ich habe mir das auch mal bei Google Maps alles angeschaut und muss ganz ehrlich sagen, das sind eigentlich ganz hübsche Dörfer und eine schöne Gegend. Mein Gedanke war, oder hatte aber jemand einen echt beschissenen Sommerurlaub gehabt in dieser Gegend, dass der irgendwie, weil es wirkt ja alles grau in der Geschichte und es regnet, glaube ich, auch zwischendurch. Ja, aber das ist halt meiner Meinung nach der Noir-Anteil, den er reingehen ja, aber wollte. Wie gesagt, es wirkt eher, als hätte Straub dort Urlaub gemacht und das war halt nicht so dolle und deswegen, und dann kam ihm aus Langeweile diese Geschichte. Also, N kommt dort an, in dem Gasthof und da, finde ich, gab es schon den ersten Hinweis, was passieren wird am Ende, denn er wirft einen Blick in die Küche und da steht eine junge Frau in einem blauen Kleid, die ein Huhn mit einem Hackebeil zerlegt. So, er richtet sich in seinem Zimmer ein, nachdem er den Wirt mit zwei eigenartigen Gästen oder Freunden getroffen hat. Anschließend nimmt er Kontakt zu seiner Kontaktperson dieser ominösen Organisation auf und beginnt infolgedessen die Observation von Daniel Hubert, der Antiquitätenhändler ist und scheinbar nebenbei auch noch mit Waffen illegal handelt. In dieser Zeit kommt ihm die Erkenntnis, dass er scheinbar schon mal irgendwie in der Gegend gewesen ist und er muss sich an seinen ersten Partner erinnern, der quasi auch sein letzter gewesen ist, namens Sullivan. Sullivan war kurz vor der Rente sozusagen. N sollte auf ihn aufpassen, eventuell ihn vielleicht auch aus dem Verkehr ziehen, hat es nicht gemacht. Und Sullivan plante seinen Ruhestand und meinte, er bleibt jetzt noch ein bisschen in der Gegend, bevor dann abtaucht und verbringt noch die Nacht mit einer Kellnerin. Hinweis Nummer 2. Ihr merkt schon, ich fange an, mich aufzuregen. So. Also, N wartet da noch so ein bisschen im Gasthaus, beobachtet die Gäste. Hier hüpfen unter anderem eine deutsche Familie und ich glaube 3 Japaner rum. Auch hier wieder ein Hinweis, ne? Der Kontaktmann hatte nämlich zu N im Telefonat gesagt, ja, wir werden irgendwann Japaner einsetzen. Ups. So. Die Dame in Blau lässt ihm auch noch ein Sandwich zukommen und er will sich dafür bedanken. Bei ihr. Wir erfahren, sie heißt Albertine und er bandelt mit ihr an. Ne? Stichwort Kellnerin, so weit, so gut. Er fängt wieder an zu observieren, merkt bei der Observation, er wird scheinbar verfolgt, muss wieder an Sullivan denken und bringt den jungen Mann, der ihn verfolgt hat, im Zuge dessen um. Er telefoniert wieder mit seinem Kontaktmann, das ist so ein bisschen ausführlicher. Er versucht, ihm private Informationen aus den Rippen zu leiern, die aber offensichtlich, naja, gelogen sind. Und er moniert auch den Einsatz von Martin. Martin ist eine Kollegin von ihm, vielmehr seine Nachfolgerin, die ganz eng an seinem Scheibenkleister. Genau, Observationsobjekt, vielen herzlichen Dank, Dela, dran ist, um da auch noch irgendwie mit rumzumachen. Und naja, auf alle Fälle, er führt seinen Auftrag durch und geht auch noch weiter. Also er bringt im Endeffekt den Daniel Hubert um, er bringt Martin um und er bringt auch noch die zwei potenziellen Käufer um, um zurück ins Hotel zu gehen. Ja. Und wird von Albertine
mit der er ja versucht hat anzubandeln, mit dem Hackebeil getötet. Überraschung, und vor der Tür warten auch schon, ich meine, die drei Japaner, oder? Mhm. Genau. Und dann steckt auch noch der Wirt, der übrigens der Vater von Albertine ist, mit unter der Decke. Und die zwei Freunde von ihm, die am Anfang dort gewartet haben, sind scheinbar von der Organisation von N. Also alle Personen stecken mit drin. Und man hat es oft genug eigentlich merken können, wohin die Reise geht. Und ich glaube, das ist das, was uns allen dreien so ein bisschen auf den Zeiger gegangen ist. Genau. Es war zu glatt, zu vorhersehbar und ganz ehrlich, auch zu langweilig. Also es kam für mich auch keine Spannung auf. Ja, und weder war der Typ sonderlich sympathisch noch... Ach, nee, das war nichts. Und ich muss halt auch dazu sagen, ich mag halt diese pseudo-realistischen Geschichten nicht, wenn sie eben nicht irgendein Verkaufsargument haben, wie zum Beispiel gut umgesetzte Noir-Thematik. Und das hat das halt hier nicht. Ein Punkt noch, über den ich mich ein bisschen aufgeregt habe, er regt sich darüber auf, he had never considered that mainstreaming included placing women in positions formerly occupied entirely by men. Und Junge, nimm's mir nicht übel, aber ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass Spionage und Assassination die einzige Branche auf dieser Welt ist, in der Frauen schon immer Teil des Deals waren. Also neben Prostitution, aber... Ja, durchaus. Mhm. Also das ist... Ich meine, gut, das sagt auch was über den Charakter von N aus, ne? Ja, nee, also normalerweise wird ja wenigstens so getan, als ist er gut in seinem Job. Wenn er selbst das nicht anerkennt, ist er auch in seinem Job nicht gut. Weil dann hat er sämtliche weibliche Doppelagenten, die ihm in seiner Karriere über den Weg gelaufen sind, übersehen. Okay. Naja. Ja, du hast ja recht. Ich dachte jetzt... Entschuldigung. Also, wenn man sich anguckt, was er in dieser Geschichte allein schon alles übersieht, ist das schon möglich. Ja. Also ich musste jetzt lachen, weil ich eher dachte, dass du dich darüber aufregst, wie er den Kontaktmann zeichnet. Aber... Oh ja, das fand ich ganz okay. Also. Ja gut, das ist halt nur eine Masche, das ist auch klar. Ja. Ja, von daher, aber es war so ein bisschen eigenartig zu lesen, fand ich. Okay. Genau. Und ich glaube auch tatsächlich, der Kontaktmann ist nicht mit involviert. Ich glaube, bei dem Kontaktmann ist es genauso wie mit ihm damals bei seinem Lehrmeister. Er weiß, dass da irgendwas fishy ist, aber er ist selber nicht dafür angesetzt, ihn da irgendwie in die Falle zu locken. Ah, okay. Ich glaube tatsächlich, das würde er merken. Er kennt ihn ja nicht. Ja, also, gut, muss er ja auch nicht. Ich dachte nur, gut, vielleicht hast du dahingehend recht. Für mich war dieses, der Hinweis so, hätten aber wahrscheinlich auch andere über ihn sagen können, er war einer von den Großen, oder wie hat er das gesagt? Ja. Wir sprechen hier von einer echten Persönlichkeit, einer Art Legende. Mhm. Das habe ich bezogen auf das Telefonat oder die Telefonate, die der Kontaktmann mit N hatte, muss aber natürlich nicht sein. Ich hätte es aber, glaube ich, auch ganz geckig gefunden, wenn es tatsächlich der Kontaktmann ist, der dann doch im Hotel die ganze Zeit da war. Vielleicht habe ich auch nur den Wunsch gehabt, dass noch irgendwas da ist. Ja. Aber ich glaube, wir sind uns einig, insgesamt war es eher meh. Ja, das ist die Geschichte. Ich will nicht mal sagen, dass sie schlecht ist, aber sie ist so schnell wieder vergessen. Ja, komplett. Also, ja. Also vergessen hatte ich sie nicht, weil ich glaube, dafür habe ich mich zu sehr über die Spoiler aufgeregt. Eine Sache, die mir allerdings noch aufgefallen ist in der Geschichte, und ich weiß nicht, ob es Absicht ist, aber gerade diese Konstellation aus, wir sind irgendwo in Frankreich, da laufen eine Menge Japaner rum und so, und vor allem wir servieren nicht mehr diese französische Superspeise, sondern Sushi, und das Wetter und diese ganze Optik dahinter, das hat für mich irgendwie so ein paar Alarmglocken klingeln lassen im Sinne von Parallelwelt von King in the High Castle. Ja. Gut, das ist,
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich noch was ganz anderes, aber nee, eigentlich hast du recht. Ich überlege gerade, wie die Geschichte auf Deutsch heißt. Weil ich glaube, Julia, mit dem Titel kannst du nichts anfangen, oder? Warte, ich google. Nee, wahrscheinlich habe ich es auch nicht gelesen. Philip K. Dick, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf, ist auch verfilmt, lief bei Netflix als Serie, glaube ich, aber. Es heißt übrigens Men in the High Castle fällt eine Rolle auf. Ja, genau, aber. Ah, doch, davon habe ich gehört zumindest. Genau. Also die Serie habe ich auch nicht gesehen. Das Buch ist so ein Parallelweltroman, in der Das zweite. Orakel das Orakel vom Vom Berge. Berge, genau. Also der Zweite Weltkrieg ist anders ausgegangen. Amerika ist unter Kontrolle der Nazis und die Japaner sind halt auch sehr weit vorgerückt. Und Genau. jetzt, wo du das so sagst. Das hat tatsächlich so einen Vibe, weil ich auch die ganze Zeit so ein bisschen diesen Vibe hatte. Man kennt ja diese Zweite Weltkriegs-Agentengeschichten mit, genau, die Resistance und so. Ja. Unter dem Gesichtspunkt find ich die Geschichte tatsächlich jetzt besser als ich vorher. Aber naja, Also, trotzdem macht das sie nicht gut. es macht's wirklich nicht gut. Aber das hat für mich eben einerseits diese Darstellung des Wetters erklärt, weil das ist halt auch dieses Halbnoir, was sich aber nicht echt anfühlt. Das ist bei Men in the High Castle zum Beispiel auch ganz extrem drin. Dann diese ganze gefühlte 30er bis 50er Jahre Ästhetik ist mit drin. Die habe ich hier auch gesehen. Und eben, wie du sagst, dieser ganze Punkt von Resistance und so weiter und so fort, den habe ich hier auch drin gehabt. Also es macht für mich Sinn, aber und ich glaube, es würde sich auch zeitlich ausgehen, weil ich weiß gar nicht, von wann es war. 62. Also der Originalroman ist von 62. Den könnte Straub also ohne Probleme kennen. Diese Sammlung hier, ich weiß jetzt nicht, wann die Geschichten erschienen sind, ist aber erst 2000 rausgekommen. Ja, es würde auch erklären, warum die Touristen halt Japaner und Deutsche sind. Die Geschichte ist ursprünglich von 1998, scheinbar. Ja, aber würde ja trotzdem noch dicke reichen. Ja, absolut. Ja. Ah, stimmt, das steht ja hinten Ja. drin. Okay, wollen wir zur nächsten Geschichte gehen? Ja, sehr gerne. Ja. Denn an der hatte ich tatsächlich sehr viel mehr Spaß. Das glaube ich dir. Ah, okay, also die nächste Geschichte in dem Buch heißt Das Dorf der Geister und es geht um Tim Underhill. Er ist der Protagonist in dieser Geschichte und er erzählt von seinen Erfahrungen während seines Einsatzes im Vietnamkrieg. Und in diesem Fall berichtet er von den rätselhaften Ereignissen rund um ein verlassenes kleines Dorf und die Aufdeckung eines furchtbaren Verbrechens mit mysteriösen Folgen. Klingt jetzt viel netter, als die Geschichte eigentlich ist. Ne, Dela? Also nett wäre jetzt nicht das Wort, das ich benutzt hätte. Ja, eben. Ich habe Spaß an der Geschichte, die ist super. Alleine die Art von Beschreibung von Magie, wie sie hier stattfindet, macht mir unglaublich Spaß. Der ganze Pathos, der hier mitschwingt, fantastisch. Der Stil, großartig. Weil man merkt den kompletten Dreck, den kompletten Staub, man merkt gleichzeitig die Verzweiflung, aber auch die Resignation, die mit der ganzen Sache einhergeht. Ja, ich gebe zu, dass diese ganze Thematik von Scham und Beschämung, beziehungsweise öffentliches und privates Trauma, wird jetzt nicht so richtig sensibel behandelt, ist aber halt auch der Zeit geschuldet und es hätte mich gewundert, wenn es sensibel behandelt gewesen wäre. Und ich habe wahnsinnig viel Spaß daran gehabt. Ja, es ist auch so, hat so ein bisschen, ich wollte erst sagen, Herz der Finsternis, aber Auch, aber ja, ja. es ist mehr die Verfilmung Apocalypse Ja, Now, wegen ja. Vietnam natürlich. Ja, und diese ganze Stimmung, ich hatte echt Spaß. Man hat den Dreck irgendwie beim Lesen zwischen den Zähnen gehabt. Das fand ich gut. Hier war ich wieder direkt drin in der Geschichte. Ja. Und Okay. seien wir ehrlich, er kann halt diese Art von Stil, wo ein leichtes Übernatürliches drin ist oder wo zumindest so extrem viel Symbol mitschwingt, das kann er halt richtig gut.
Da stimme ich dir zu. Also, ich fand es auch sehr gut beschrieben. Von Anfang an. Also, wir haben ja diese neunköpfige Truppe, die auf so einer 4-5-Tages-Patrouille ist, und er beschreibt das ja, also wie sie da durchs Niemandsland ziehen und wie sie tatsächlich anfangen, ihre Notrationen schon zu konsumieren. Sie können sie noch nicht mal warm machen. Mhm. Und allein das fand ich schon sehr, naja, man wurde in die Geschichte halt reingezogen. Und ich fand das auch spannend, dass er dem Protagonisten hat sagen lassen, ja, es sind zwei unverständliche Dinge passiert. Das erste war eine Granate. Es kam mir erst hinterher. Ja, warum eigentlich nur eine? Erfährt man dann. Mhm. Ne, warum nicht mehrere? Und das andere war das Dorf. Ja, natürlich laufen sie zur nächsten Behausung, zum nächsten Unterschlupf. War aber in dem Fall halt falsch. Und man hat so wirklich das Gefühl, so ging es mir jedenfalls, man ist so mitten im Dreck. Man ist zwischen diesen Bäumen im Schlamm. Und dann ist dieses verlassene Dorf und du merkst, irgendwas stimmt hier nicht. Oder wie Underhill es ausdrückt, der Ort war falsch. Und da fängt es schon so an. Darf ich an der Stelle kurz einhaken? Ja, da habe ich ein Zitat. Weil dieser eine Satz hat für mich dieses ganze, da ist was falsch, zusammengefasst. Und ich glaube, den versteht man aber auch nur, wenn eben der kulturelle Kontext vorhanden ist. It was a ghost village in a country where people thought the earth was sanctified by their ancestors' bodies. Und das ist halt genau der Punkt. Eine Geisterstadt, eine verlassene Stadt in einem Land, wo gesagt wird, dass deine Urahnen den Grund segnen. Ja. Was das für einen kulturellen Impact hat, dann die Entscheidung zu treffen, dieses Dorf zu verlassen. Was ja in unserer Gesellschaft, in unserer mobilen Gesellschaft ja überhaupt keinen großen Stellenwert mehr hat. Aber dieser eine Satz hat für mich das ganze Problem so wunderbar zusammengefasst. Ja, da gebe ich dir recht. Also das war, wenn man das versteht, also ich habe diesen Satz auch gebraucht, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil natürlich das, was dort passiert ist, wirklich furchtbar gewesen ist. Mhm. Also nochmal kurz zur Erklärung für jene, die die Geschichte noch nicht kennen. In einer dieser Hütten finden sie eine versteckte Bodenluke und es riecht unfassbar nach Blut und sie untersuchen dann den Raum unten drunter und stellen fest, Wände sind blutverschmiert, irgendwelche Symbole, Namen sind dahingeschrieben, irgendjemand muss da angekettet gewesen sein, sie wissen aber nicht was. Also Underhill beschreibt es als, sie sind auf ein Geheimnis gestoßen, was nichts mit dem Krieg zu tun hat, ein vietnamesisches Geheimnis. Und diese Truppe schafft es, sich zu sammeln und wieder zurück in ihr Lager zu gehen, hat da ein bisschen Freizeit und Underhill entschließt sich dann in eine Soldatenbar abends noch zu gehen, obwohl er das gar nicht so mag, und trifft dort auf einen Major Bachelor, begleitet von zwei weiteren Soldaten namens John Ransom und Bob, und er kennt John von früher. Und der Major benimmt sich ja ganz eigenartig und da kommt erst die Geschichte des Dorfes wirklich raus. Und da kommt die Erklärung und dahingehend, Dela, den Satz, den du da ausgesucht hast, der ist dann wirklich ja prägnant und erklärend. Mhm. Weil natürlich man sagen, nach dem, was dort vorgefallen ist, also dass der Häuptling dort in dieser Bodenkammer kleine Kinder umgebracht hat. Und seine eigene Töchter. Stimmt, genau. Wäre schon Grund genug eigentlich, ne, dass so ein Dorf in den Grundfesten erschüttert wird. Und man sagt, okay, wir gehen vielleicht irgendwo anders hin. Aber es ist ja noch viel, viel mehr. Mhm. Ja, und das ist nämlich genau der Punkt. Also wie tiefgreifend dieses Trauma für diese ganze Dorfgemeinschaft ist, finde ich, wird da erst so richtig gezeigt durch den Satz. Naja, und dann halt auch die Spiegelung, weil der zweite Teil ist ja, dass er in seinem Trupp einen Soldaten hat, der hat die ganze Zeit versucht, nach Hause zu kommen, weil zu Hause sein Kind auch von einem Priester vergewaltigt worden ist und seine Frau in seinen Augen den Fehler gemacht hat, das Ganze eben nicht in Selbstjustiz zu lösen, sondern über einen öffentlichen Gerichtsprozess und dadurch diese Scham über diese Vergewaltigung eben öffentlich wurde. Das heißt, aus einem privaten Trauma wurde ein öffentliches Trauma. Und das ist ja genau diese Spiegelung zu dem, was in diesem unterirdischen Keller
mit diesen Kindern passiert ist. Nur, dass es da halt bis zu einem gewissen Punkt noch ein privates Trauma war, bis es ein öffentliches Trauma wurde, bis es dann eben entsprechende öffentliche Konsequenzen hatte für diese Geisterstadt. Also diese Spiegelung fand ich auch sehr gut. Ja, ich versuche das gerade zu verarbeiten, weil ich bin total begeistert, auch wenn ich nicht so klinge, weil ich nebenbei noch nachdenke, von dieser Verbindung, die du gerade ziehst, weil die habe ich nicht gezogen und ich finde sie sehr einleuchtend, tatsächlich. Es fehlt zum Beispiel der Satz, some things are acceptable, as long as you don't talk about them. Und das ist halt auch der ganze, in diesem gesamten Kontext dieses gesamten Krieges, das ist einerseits diese Thematik von Scham und Beschämung, von öffentlichem und privatem Trauma, sowohl für den Sohn des Soldaten, als auch für die vietnamesischen Kinder in diesem Keller. Das ist aber natürlich auch ein Thema für den gesamten Krieg. Für diese Kriegsverbrechen, die dort passiert sind, für die Vertuschungen, die dort passiert sind und so weiter und so fort. Aber auch zum Beispiel für das einzelne individuelle Leid der Soldaten, die dort waren, die dort nie in irgendeiner Form eine psychologische oder auch nur annähernd körperliche oder finanzielle Hilfe gekriegt haben. Was man ja auch an unserem Major Bachelor sieht, der halt auch im Prinzip ein tollwütig gewordener Hund ist. Auch wenn der ein Charakter ist, an dem ich wahnsinnig viel Spaß habe. Aber es ist halt genau der Punkt. Die Leute werden halt alleine gelassen, weil der Punkt von ich mache mein Trauma mit mir selber aus, gefühlt erstmal weniger problembelastet ist, als der Punkt ich mache daraus ein öffentliches Trauma. Ja, da bin ich bei dir. Und vor allen Dingen, es gibt ja noch eine Zwischenkomponente. Also es gibt ja nicht nur das private und das öffentliche Trauma, sondern dieser Moment, wo das private Trauma schon quasi für die Öffentlichkeit sichtbar wird, aber man spricht nicht wirklich drüber. Also in dem Dorf sind es ja auch die Geister, die dann erscheinen, vielmehr das Verschwinden weiterer Kinder. Und also die Dorfgemeinschaft merkt ja, da stimmt was nicht. Ne? Und bei dem Soldaten, dessen Sohn missbraucht wurde, sagt Tim Underhill auch, der Tod stand fast sichtbar bei ihm. Mhm. Also er konnte sehen, also gut, dieser Soldat, also er ist Leonard Hamnett, macht ja auch keinen Hehl daraus, was er eigentlich machen möchte, aber genau das ist es, so eine Zwischenstufe. Und wo noch nicht reagiert wird, weil man es nicht wirklich wahrhaben möchte, bis es dann zu einer extremen Reaktion kommt, die dazu führt, dass es zu einem öffentlichen Trauma wird. Ja, noch ein anderer Aspekt sehe ich auch in der Geschichte. Das ist so diese Darstellung, dass inmitten des ganzen grausamen Krieges Menschen auch auf ganz andere Art und Weise noch zu ihren eigenen kleinen persönlichen Grausamkeiten fähig sind. Ja, das hat mich auch mitgenommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich im Zuge dessen auch noch mal ein bisschen mit dem Vietnamkrieg beschäftigt. Ist jetzt so etwas, was ich bisher in meinem Leben nur rudimentär getan habe. Und ne, einige Dinge wusste ich auch schon, die du auch eben angesprochen hattest, Dela. Aber ich bin da in ein paar Details reingegangen, wo ich auch gedacht habe, Alter, das hätte doch jetzt eigentlich als Kurzgeschichte schon gereicht. Mhm. Aber nein, Straub geht hin und genau das. Und geht noch viel, viel weiter. Also dieses gut kleines Trauma will ich jetzt nicht unbedingt sagen, wie du es eben genannt hast, Flo, mit was den Kindern dort passiert ist und was das für Auswirkungen dann im Endeffekt auf das Umfeld hat. Aber genau das, dieses, es ist so viel mehr, was in dieser Welt geschieht. Also selbst wenn du einen Krieg hast, hast du trotzdem auch in anderen Bereichen noch furchtbare Dinge, die vor sich gehen. Und Straub geht hin und sagt, okay, ich nehme jetzt alles mit. Und das macht diese Geschichte so vielschichtig und irgendwo auch anstrengend. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie es euch damit gegangen ist, das würde mich mal interessieren, immer wieder diese Andeutungen, wie der Krieg für die einzelnen Personen ausgegangen ist oder die Andeutung, dass noch ein Massaker später passieren wird, die fand ich
einerseits wie so eine Auflösung und andererseits unfassbar anstrengend. Also hat mich tatsächlich relativ peripher nur interessiert, weil spannend. Die persönliche Ebene dieser Soldaten, wie gesagt, ist für mich untergegangen im Systemischen, das dahinter steht. Weil man weiß im Großen und Ganzen, wie es diesen Soldaten im Normalfall ergangen ist im Zweifelsfall. Wie viele davon überhaupt nicht heimkamen und die, die heimkamen, wie es denen ging. Von daher war jetzt das einzelne persönliche Schicksal für mich relativ irrelevant. Entschuldigung, Flo. Ich würde dazu ein klares Jein sagen, denn hier kommt die Entstehungsgeschichte dieser Story noch ins Spiel. Mhm. Das ist nämlich die erste Geschichte aus dem Blaue-Rose-Zyklus, den wir in diesem Band haben. Okay. Und wenn ich habe den Roman Coco noch nicht gelesen. Mhm. Der liegt hier bei mir. Der wird jetzt demnächst drankommen. Und wenn ich richtig informiert bin, ist diese Geschichte ein Ausschnitt aus Coco. Ja. Das heißt, die Geschichte, diese persönliche Geschichte der Soldaten und vielleicht auch ja, mehr aus ihrem Schicksal wird wohl in diesem Roman aufgegriffen. Und weil du sagtest, wie diese Andeutung für dieses Massaker und so weiter, das fühlt sich für mich, ohne dass es mir beschrieben wird, halt unvermeidlich an. Deswegen macht mir das keine Bauchschmerzen mehr. Genau. Weil diese Situation wird ja auch beschrieben als, das ist der Schrein für einen obszönen Gott. Und diese Beschreibung, das ist ein Denkmal für einen obszönen Gott, ist halt eigentlich die Beschreibung für diesen gesamten Krieg. Mhm. Ja. Für diese ganze Materialschlacht, für diese ganze Menschenvernichtungsmaschine, die da gelaufen ist, für sämtliche Kriegsverbrechen, die dort stattgefunden haben und so weiter und so fort. Das ist halt für mich quasi die Quintessenz diese Sache mit diesem Denkmal für den obszönen Gott. Genau. Und ich denke auch, dass es deswegen die Geschichte auch alleine stehend so gut funktioniert, wie sie es macht. Also man vermisst eigentlich gar nichts drumherum. Ja. Und ja, doch. Ich fand die richtig gut. Ja. Kann ich nicht anders sagen. Gut. Haben wir noch was oder wollen wir in die nächste gehen? Nur dann gehen wir in die nächste, würde ich sagen. Jetzt auch mit dem blauen Rose-Zyklus zu tun hat, denn der Titel ist Im Schatten der blauen Rose. So. Genau. Ja. Im Englischen hat das Ganze zwei verschiedene Titel, um es noch verwirrender zu machen. Okay. Fee und Bunny is Good Bread. Und das Wichtige ist, das ist die Kurzgeschichte, die King gewidmet ist. Ja, genau. Ja, so fängt jetzt auch meine Inhaltsangabe an. Also, die Stephen King gewidmete Kurzgeschichte handelt von den jungen Lebensjahren des Protagonisten Fee. Durch verschiedene schwerwiegende Traumata entwickelt er nach und nach psychische Störungen, denen sein Umfeld mit Angst, Ignoranz und Unfähigkeit begegnet. Da Fees Psyche nicht therapiert wird, findet er einen eigenen Weg, um das Erlebte zu verarbeiten. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die Geschichte nicht verstanden. Ich habe sie auch nicht gemocht. Echt, ich fand die klasse. Ich auch. Okay, cool. Das wird jetzt spannend. Also, ich sag mal so, ich weiß, die soll surreal sein und diese Filmelemente haben, beziehungsweise diese Albtraumelemente. Und ich verstehe auch, warum, weil eben diese Verbindung zur Realität immer schwieriger wird für unseren Charakter. Aber das war auch alles, was ich an dieser Geschichte verstanden habe. Okay, dröseln wir das mal auf. Also, wir haben den 5-jährigen Fee, dessen Mutter offensichtlich im Koma liegt, nachdem der Vater sie scheinbar erneut geschlagen hat. So habe ich zumindest den Hinweis mit dem gelben Fleck auf der Stirn, was ein altes Hämatom ist, verstanden. So, der Vater wiederum, religiös, gewalttätig, alle anderen sind immer an allem schuld, nur er nicht, ist verantwortlich für diesen 5-jährigen Jungen und meint, hauptverantwortlich zu sein für seine Frau. Warum, ist ja klar, ne, da will man auch niemanden hinlassen, wenn man eigentlich weiß, man ist schuld an ihrem Zustand. Fee geht weder in den Kindergarten noch zur Schule und damit er nicht alleine zu Hause ist, schickt der Vater ihn, wenn er arbeiten muss, ins Kino. So.
Dort begegnet Fee bedauerlicherweise einen Mann, den er kennt, der als Metzger arbeitet. Und dieser Mann fängt im Kino an, Fee zu missbrauchen. Fee kann das aber nicht ganz einordnen. Er weiß nur, irgendwas passiert da mit ihm, was nicht richtig ist. Mhm. Zu Hause kommt Fee mit der Situation auch nicht klar, denn der Zustand seiner Mutter verschlechtert sich. Ich habe es so verstanden, dass sie sich wund liegt im Endeffekt. Mhm. Also so weit, dass wirklich das Fleisch, genau, bis auf die Knochen runter, wie sagt man, weggeätzt? Nee, also ja, weggelegen ist. Ja. Und sein Vater erklärt ihm halt auch nichts wirklich, außer sie müssen sich kümmern. Und im Zuge eines Abends, wo er die Mutter irgendwie auch waschen muss, ist Fee anwesend und der Vater erzählt ihm die Geschichte, wie er einst bei der Befreiung von Dachau dabei war, mhm. wie schockierend das Erlebnis für ihn gewesen ist und dass er ausgerechnet an diesem Ort Büsche mit blauen Rosen mhm. gesehen hat. Rosen, die es eigentlich nicht geben darf. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, er bringt den Rosenzüchter um. Und die Rosen verschwinden dann, glaube ich, auch irgendwie, aber er nennt Fee auch eine kleine blaue Rose. Die Mutter verstirbt in den nächsten Tagen und Fee ist völlig lost. Er kommt mit dem, was er gesehen hat, also den Leidensweg der Mutter, kommt er nicht zurecht. Er versucht das Kino natürlich zu meiden. Er ist nur noch zu Hause. Er hatte zwischendurch fast Unterstützung durch eine Nachbarin, die der Vater aber massiv verkrault hat. Fee bleibt also für sich mit seinen Gedanken alleine und hat von seinem Vater Malpapier und Stifte bekommen und er fängt an, gewalttätige Szenen aufzumalen. Eines Tages entdeckt der Vater diese Szenen und weil ihn das so schockiert, er fängt an, Angst vor seinem Sohn zu entwickeln, schickt er diese zu Verwandten, die wiederum meinen, das ist gut, dass der kleine Fee jetzt von dieser Person, also seinem Vater, weg ist. Das Problem ist, Fee ist schon so kaputt. Er sieht, genau, es funktioniert nicht. Und auch sie fangen an, Angst vor ihm zu bekommen. Also auch sie entdecken diese Zeichnungen, es fangen an, Tiere zu verschwinden und so weiter. Und sie geben Fee wieder ab. Und auch da erneut Probleme und so weiter und so fort. Und zwischendurch gibt es auch einen Abschnitt, in dem der Leser erfährt, Fee begeht im Alter von 13 Jahren seinen ersten Mord, mhm. weil er selbst einen Jungen missbraucht hat und weil der Junge irgendwie angefangen hat zu schreien, bringt er ihn um. Mhm. So. Und ja, und Fee wird dann erwachsen, er kommt irgendwie durchs Leben, nimmt dann nochmal Kontakt zu seinem Vater auf, aber sein Vater will davon sitzen und damit endet eigentlich die Geschichte. So. Welchen Teil fandest du so verwirrend? Erstens, ich fand den Stil furchtbar. Okay. Weil ich mit diesen Albtraumsequenzen nicht umgehen kann, weil meine Art, Albträume zu haben, anders ist. Also ich habe nicht dieses Gefühl von filmisch sein generell oder von irreal. Mein Problem an meinen Albträumen ist, dass sie die Realität sind. Deswegen geht mir diese Ebene von Realitätsverlust schon ab, weil meine Form von Realitätsverlust eine andere ist. Okay. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist diese Szene mit dieser Befreiung von Dachau und dem Vater. Ist für mich ja der springende Punkt. Er bringt den KZ-Wärter nicht um, weil er diese Verbrechen im KZ begangen hat und so weiter und so fort. Wo er absolut in seiner Beschreibung völlig emotional distanziert ist. Weil er eben in dieser Szene in Dachau selbst diese emotionale Distanzierung, dieses, das ist nur ein Film, das ist alles gar nicht echt, quasi komplett internalisiert hat. Was ja eben wieder diese Szene mit den Albtraumszenen von Fee spiegelt und so weiter und so fort. Und dieses Abgrenzen zum persönlichen Horror. Sondern er bringt diesen Wächter ja nur um, weil er dann tatsächlich
einen Fluchtversuch macht, obwohl es ihm anders befohlen wurde von dem Vater. Und da sind wir halt an dem Punkt, er hat kein Problem, etwas in Anführungsstrichen Schönes zu beenden, in Erfüllung dessen, was er für seine Pflicht hält. Ich meine jetzt mit schön nicht diese Thematik von KZ und Dachau und so weiter, sondern die Tatsache, dass er diesen Mann bewundert, den er erschießt, weil er eben genetisch diese blauen Rosen erschaffen hat. Na, also er stellt dieses Erschaffen dieser blaue Rose menschlich über den emotionalen, über diese Grausamkeit in diesem KZ. Und wie gesagt, er erschießt den nicht aus Grund dieser Verbrechen im KZ, sondern nur, weil dieser Mensch ihn eben versucht, daran zu hindern, seine Pflicht zu tun, indem er eben versucht zu fliehen. Und deswegen muss er ihn erschießen, weil es seine Pflicht ist. Obwohl er ihn auf einer persönlichen Ebene bewundert, trotz all der Dinge, die er getan hat. Das habe ich soweit verstanden. Wo es bei mir dann eben gefehlt hat, war dieser Anschlusspunkt zwischen diesem Punkt von in Erfüllung meiner Pflicht zerstöre ich auch die Dinge, die ich liebe und bewundere, zu Fee. Ich meine, den Anschlusspunkt zur Mutter verstehe ich. Die hat er auch geliebt, da betont ja immer wieder, das war so eine gute Frau und so weiter und so fort. Aber ich als Mann im Haus und in Glaube an meine religiösen Sachen, da war es meine Pflicht, die zu bestrafen und ich habe halt zu hart zugeschlagen. Ja, gut, passiert. So ungefähr ist ja der Grundtenor. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Aber ich verstehe nicht, wo diese Metapher weitergeht. Die verläuft für mich im Sande. Und das ich glaube, mir fehlt da einfach ein Stück Verständnis. Ich glaube nicht, dass die im Sand verläuft. Ich sehe bloß nicht, wo sie hingeht. Das ist, ja, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Möglicherweise hängt das auch damit zusammen, dass das hier nur ein Teil der Geschichte ist. Okay. Also wir erleben hier nur den Anfang, Making of eines Serial Killers. Und obwohl es mir gefallen hat, muss ich auch sagen, hier ist dann teilweise doch so ein bisschen viel Stereotyp drin. Aber diese ganzen Sachen, auch diese Elemente ja, Blaue Rose, Dachau und so weiter, das scheint etwas zu sein, und wie gesagt, ich habe selbst auch nur Teile bis jetzt gelesen, das sich auch durch weitere Bücher des Blauen Rose-Zyklus zieht. Okay. Auch mit anderen Figuren. Und Fee ist auf jeden Fall eine Figur, die wohl noch regelmäßig auftaucht. Also wir erfahren ja auch in dieser Kurzgeschichte, dass er als junger Mann nach Vietnam geht, womit wir wieder eine Verbindung zur letzten Geschichte auch haben. Und er taucht später auch in verschiedenen Büchern noch auf. Vermutlich in der Schlund wird es nochmal ziemlich wichtig werden. Und es gibt auch sogar eine Graphic Novel, die eine eigenständige Geschichte aus diesem Zyklus ist. Also Straub hat da sehr viel reingearbeitet und ich glaube, das ist wirklich nur ein Teil dieser ganzen Geschichte. Und deswegen kann ich es verstehen, wenn dir was fehlt. Und für mich persönlich funktioniert diese Ebene der Albträume und dieses Realitätsverlusts und dieses immer mehr Abgleitens ich möchte es nicht sagen, den Wahnsinn, aber ja, auf gewisser Weise doch schon. Oder vielleicht eher dieses, ja, doch, Wahnsinn. Passt. Ja, würde ich schon beschreiben, auf jeden Fall. Ja. Also für mich passt das soweit auch. Ich kann verstehen, dass für dich, Dela, dieses Motiv der blauen Rose in Bezug auf Fee ein bisschen schwierig ist. Klar, durch die Krankheit der Mutter einerseits. Dann die Frage, okay, wie ist das dann mit dem Vater zu sehen? Vor allen Dingen, weil er ja ausdrückt, du bist eine kleine blaue Rose, ganz genau, bestimmt. Genau. Und ich glaube, vielleicht ist das so ein bisschen diese Parallele zwischen dieser Wächter im KZ hat diese Rosen geschaffen. Rosen, die es eigentlich nicht geben darf. Mhm. Inmitten dieses furchtbaren, wirklich menschenverachtenden Ortes schafft es einer der Täter, etwas
einerseits Wunderschönes, aber absolut eigentlich Widernatürliches zu züchten. Wenn man das jetzt auf Fee übertragen würde, der Vater hat ja auch selbst Probleme im Endeffekt mit dem Leben. Also das Leben ist für ihn ja nichts Schönes. Mhm. Aber er hat Fee geschaffen. Inmitten all dieses Chaos, ja, mit dem beruflichen Chaos, was er hat, die Frau krank, ach Gott, Entschuldigung, dass ich da sarkastisch werde, weil er hat es ja verursacht, dass im Endeffekt Fee quasi seine kleine blaue Rose ist, also etwas, ja, Verwunderliches, kann etwas, ich ja. Gedanken, ich glaube, gerade kommt bei mir, formt sich gerade ein Gedanke. Ich glaube, es bezieht sich für mich weniger auf den Vater als auf die Mutter, weil die Mutter ist in dem Moment der Gefängniswärter. Sie hat ihn zum Beispiel durch einen Fluchtversuch, genauso wie der Wärter, gezwungen, den Schaffer von etwas Schönen, in dem Sinne der Rose bzw. Fee, tödlich zu verletzen. Oh, wow. Das finde ich gut. Mhm. Aber, also, ja, ich weiß nicht. Also, fühlt sich immer noch sehr dünn an, aber... Ja. Gleichzeitig könnte man natürlich auch das so interpretieren, dass der Vater schon weiß, dass sein Sohn ja etwas Widernatürliches ist. Genau. Und heute komme ich mal mit Symbolik an. Ja. Ich habe mich tatsächlich auch geguckt, wofür blaue Rosen stehen. Und ja, sie stehen also nicht nur für Mystik und Unerreichbarkeit, sondern gerade diese Unerreichbarkeit ist dann nochmal ziemlich aufgegliedert. Sie stehen auch für unerreichbare Liebe und Sehnsucht. Mhm. Und ja, ich glaube... Wir erfahren ja, also Fees Leben ist ja scheiße, müssen wir so sagen. Er hat keine richtige Familie, er hat eigentlich niemanden, der ihn wirklich liebt. Vielleicht ist das auch so eine gewisse Sehnsucht oder das Fehlen dieser Zuneigung, ja, die ihn immer weiter in seine Unnatürlichkeit abdriften lässt. Mhm. Gleichzeitig steht das Symbol auch für Extravaganz und Auflehnung. Gerade hier Auflehnung könnte ich auch noch in diese Geschichte ein bisschen hineininterpretieren. Ja. Er lehnt sich gegen die Unterdrückung auf, indem er selbst zu einem Unterdrücker wird. Mhm. Ja, kann ich akzeptieren. Aber wie gesagt, also was mich einfach verwirrt hat, ist, dass für mich gefühlt diese Metapher nie zu Ende gedacht wurde, zu Ende gebracht wurde. Und wir wissen alle, ich bin ein Mensch, der nach Symbolik und nach Metaphern liest und nicht nach Inhalt. Hm. Deswegen war für mich die Geschichte sehr unbefriedigend. Ja gut, ich glaube, was, also nochmal auch zu dieser Raumthematik, weil du die ja auch so ein bisschen schwierig für dich fandest. Ich habe irgendwo gelesen, dass Peter Straub selbst als Kind sexuelle Gewalt erfahren hat. Mhm. Und zwar in einem Kino. Mhm. Und es war nicht das einzige traumatische Erlebnis. Er muss wohl auch ein sehr angespanntes Verhältnis zu seinem Vater gehabt haben. Und ich würde mal sagen, dass er diese Thematiken sowieso sehr häufig in seinen Büchern, also oder in seinen Geschichten verarbeitet und dass wir hier wahrscheinlich näher an den Gedanken oder Träumen von einem Kind dran sind, dem Furchtbares widerfahren ist, als wir uns das wahrscheinlich vorstellen können. Und dass es für uns auch dadurch nicht nachvollziehbar ist in dem Sinne. Ja, ich glaube halt tatsächlich, dass sich Trauma je nach Mensch unterschiedlich äußert, schlicht und ergreifend. Also ich... Natürlich. Ich verstehe die Darstellung vollkommen. Sie ist nur für mich eben voll sehr, sehr anstrengend zu lesen, weil meine Reaktion auf Trauma eine andere ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja, also durchaus. Bei mir wäre quasi nicht der Punkt, dass die ganze Realität mit diesen Filmszenen zu diesen Filmszenen verschwimmt, sondern bei mir ist es genau diametral, dass in die Realität sich plötzlich so Filmszenen mit einmischen, die ich aber dann gar nicht mehr als solche Filmszenen identifizieren kann, sondern die für Realität halte. Also es ist quasi einfach bei mir komplett diametral gegenüber. Meine Art von Realitätsverlust. Und deswegen fällt es für mich halt einfach schwer, das zu lesen. Ich verstehe aber vollkommen, dass das eine absolut valide Darstellung von Traumareaktion ist.
Ich fand es unfassbar gut geschrieben, witzigerweise. Also so unterschiedlich sind wir dann doch, weil für mich war es diese, gerade wo er so springt, extrem springt zwischen Film, dem Missbrauch und dann einer irgendwie Gottheit und es geht hin und her, wenn du die je nachdem, wie viele Sätze du immer übersprungen hast, hattest du die eine Geschichte rausgerissen, dann wieder, ne, und wo ich das Gefühl hatte, ich bin wirklich in dem Kopf von einer anderen Person, die gerade Furchtbares erlebt und das überhaupt nicht und die Gedanken rasen und ist völlig weg und wirklich an der Schwelle zum Wahnsinn. Ist auch nicht meins von klar, auch ich habe meine Traumata im Leben abbekommen, habe aber andere Erlebnisse gehabt und gehe damit auch ganz anders um und meine Träume sind auch anders gestrickt, um ehrlich zu sein. Ähnlich wie bei dir, also meine sind dann sehr realistisch, aber ich fand es auch spannend zu sehen, okay, bei jemand anders läuft das vielleicht auch so ab. Ja, klar. Auf jeden Fall, wie gesagt, realistisch für realistisch halte ich es. Ich fand es halt nur anstrengend. Ja, durchaus. Also ich fand die Geschichte jetzt auch nicht leicht zu lesen. Ja. Und generell sehr anstrengend. Also ich fand das ganze Buch anstrengend, ich gebe es zu. Ja, das ist so, sage ich nachher was. Auch hier, wie eben, es muss wohl eine sehr, sehr enge Verbindung zu der Schlund geben. Auch die ein Roman von ihm, auch den habe ich noch nicht gelesen, deswegen kann ich auch dazu noch nicht mehr sagen. Aber ich werde ihn mir auf jeden Fall mal zulegen. Das kann ich schon versprechen. Mhm. Ob wir hier drüber reden, das sehen wir dann, aber genau. Aber wo seht ihr denn hier den Grund für die Widmung für King? Das würde mich mal interessieren. Warum ist ausgerechnet diese Geschichte King gewidmet? Ich glaube, dass das eine sehr persönliche Geschichte ist und dass er deshalb sie seinem guten Freund Stephen King gewidmet hat. Okay, das also ist wahrscheinlich für mich das Einzige. Ich glaube nicht, dass es eine inhaltliche Sache oder eine stilistische, es ist ein Insider-Witz. Es ist wahrscheinlich einfach nur ein persönliches Dankeschön. Weil der erste Roman, der von ihm veröffentlicht wurde, war Der Talisman. Okay. Und also King hat ihn gemacht, so kann man das eigentlich sagen. Und deswegen hat er ihm diese Geschichte wohl gewidmet. Ja, bloß wie gesagt, er hätte ihm ja auch jede andere Geschichte widmen können. Mich hat halt nur gewundert, warum ausgerechnet diese. Okay, jetzt war so ganz weit hergeholt. Vielleicht hat ihn... Denkt der King hat ihn dadurch gerettet, dass er ihn auf den Autorenweg gebracht hat, sonst wäre er hier zum Serienmörder geworden. Witzig war auch mein Gedanke. Also so ähnlich, weil dieser Punkt ist, der, wie gesagt, Straub hatte ja noch andere Traumata, er hatte auch als Kind einen sehr, sehr schlimmen Unfall gehabt mit massiven Knochenbrüchen. Wir wissen auch, King hatte ja verschiedene Unfälle, also auch da gibt es Parallelen King mit seiner Suchtthematik. Hier haben wir jemanden, der mit einer Missbrauchthematik. Also beide haben so ihre Traumata und ich glaube, die begegnen sich da auf einer persönlichen Ebene einfach. Und genau das war auch mein Gedanke, was du eben gesagt hast, Flo, nach dem Lesen, nachdem ich das gelesen hatte, auch mit den persönlichen Traumata von Straub. Also wenn dir sowas widerfährt als Kind, hast du entweder die Möglichkeit, ein total perverser, abgedrehter Serienkiller zu werden oder du wirst halt Horrorgeschichtenautor. Genau. Also um es platt auszudrücken. Also ich glaube, das ist eher so diese Komponente, so diese wir zwei, du und ich, ne? Ja, okay. Ist natürlich Küchenpsychologie, aber dann würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Geschichte. Ich will immer Porky sagen, aber es ist nicht Porky, es ist Pork Pie Head. Ich will auch Porky sagen. Können wir nicht Porky nennen? Ja. Übrigens bei dem Googeln nach dieser Geschichte, es sind diese runden Hüte, die oben so flach sind. Das ist ein Pork Pie Head. Wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Okay. Gut, kurze Inhaltsangabe. Ein junger Jazzfan interviewt während seines Studiums einen einst bekannten Saxophonspieler namens Hat. Dieser erzählt von den unheimlichen Erlebnissen der Halloween-Nacht, als er ein Kind gewesen war, ungefähr 11, und aufgrund derer er während Halloween das Haus nicht mehr verlässt. Mhm. So, und jetzt müsst ihr, ich habe jetzt so viel gequasselt bei den anderen Geschichten, ich weiß. Jetzt müsst ihr mir aber ein bisschen unter die Arme greifen, denn das ist eine Geschichte,
an die ich mich nicht so gut erinnern kann. Ich hab die geliebt. Ich hab die absolut zu Tode geliebt. Hat einer von euch Southern Gods von John Horner Jacobs gelesen? Nein. Ja. Verdammt. Ging es dir auch so, dass es dich daran massiv erinnert hat? Nicht massiv, aber ja. Es hat halt dieses... dieses American Gothic. Ja, diese Southern Gothic. Genau, ja. Auf jeden Fall, ja. Genau. Also diese... das ist ja so eigentlich so ein ganz eigenes Genre... Man hat immer diese warmen Bundesstaaten, die so ein bisschen sumpfig sind. Ja, ja, genau. Und die Leute sind halt genauso. Ja, doch, also das mochte ich. Lustigerweise, ich hatte die auch als recht gut in Erinnerung und ich dachte auch, die hast du vorher schon gelesen. Die ist nämlich als eigenständige Novelle auch auf Deutsch erschienen. Okay. Ich habe ja festgestellt, nein, habe ich nicht. Ich wusste nur, dass es das Buch gibt. Ich habe es noch nie gelesen. Aber ja, das einzige Problem, das ich habe, ist, dass diese beiden, also die Rahmenhandlung und die eigentliche Geschichte in der Mitte, dass das nicht so 100% für mich zusammengepasst hat. Also ja, da fand ich stilistisch zu sehr auseinander dann. Aber sonst habe ich auch schon Spaß damit. Ich glaube, die hat für mich, die sollte für mich, glaube ich, auch nicht zusammenpassen. Das war ein Vehikel, mehr war das nicht. Aber was ich an der Geschichte sehr, sehr zu schätzen wusste, war, dass sie drei Schichten von Horror hat. Nämlich A, die eigentliche Geistererfahrung, Geistergeschichte. Dann B, diese Rassismuserfahrung und dieser Horror dieser Rassismuserfahrung, die diese Menschen über ihr ganzes Leben mitgezogen haben. Und C, dieser Punkt, dass weder Freunde noch Familie sicher sind und du deswegen nie einen Safe-Spot hast, weil... A, sein Kumpel bringt ihn in Schwierigkeiten als Kind, weil er ihn ja mehr oder weniger dort alleine lässt, beziehungsweise überhaupt erstmal dazu überredet, sich in diese Situation zu begeben. Und sein eigener Vater wird ja angedeutet, dass der eventuell der Mörder letzten Endes ist. Denn grundsätzlich, zusammenfassend, der Musiker hat als Kind einen Kumpel, sie wohnen in einer, ich sag mal, kleinen Kleinstadt, die auch in sich relativ integriert ist, also Schwarze und Weiße wohnen da zusammen, sind aber eben generell eher so die Ausgestoßenen, weshalb diese Integration innerhalb der Ausgestoßenen ganz gut funktioniert. Aber trotzdem ist halt die ganze Zeit eine Rassismuserfahrung da tatsächlich ein großes Thema, weil es eben einen Mord gibt. Es wird eine weiße Frau getötet. Und diesen Mord beobachten eben unser Musiker als Kind und sein Freund. Genau, den beobachten unser Musiker und sein Freund. Und alleine die Tatsache, dass eben Jetzt bin ich raus. Hilfe! Passiert den Besten. wie kann man dir helfen? Wo waren wir? Wir waren bei Rassismus, wir waren bei dem weißen Freund. Die Tatsache, dass eben eine weiße Frau in dieser Situation ermordet wird. Erstmal egal, ob von einem weißen oder von einem schwarzen Täter. Aber in einem Kontext eines integrierten Wohnumfeldes, wo sowohl weiße als auch schwarze Menschen leben, das wollte ich sagen. Was automatisch dazu führt, dass natürlich die Schwarzen in den Hauptfokus dieser rassistischen Anschuldigung wieder rutschen werden, ob sie was damit zu tun haben oder nicht. Das ist für mich so ein ganz großer Punkt von realem Horror, der dieser Geschichte innewohnt. Und der für mich alle anderen Elemente eigentlich schon fast überdeckt. Aber eben, wie gesagt, dazu noch der Punkt von, es ist nirgendwo sicher, es ist wahrscheinlich sogar deine eigene Familie, die dich in Gefahr bringt, der für mich noch das i-Tüpfelchen war auf der ganzen Sache. Wobei diese Ebene, sage ich mal, das ist ja, glaube ich, für dieses ganze Genre so ein Hauptbestandteil. Ja. Ich weiß nicht, kennst du Lovecraft County von Matt Ruff? Ja. Ja. Auch das Buch basiert ja eigentlich auf dieser ganzen Geschichte. Da gibt es ja sogar den Safe Negro Travel Guide,
Also die Helden kommen aus Neuengland und müssen irgendwie in die Südstaaten, wie sie sich da sicher bewegen können. Ja, die Ebene fand ich auch ziemlich gut. Dagegen ist die eigentliche Geistergeschichte für mich ein bisschen abgefallen. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, die sollte auch nie stark sein. Weiß ich gar nicht. Aber ja. Ich glaube tatsächlich, die eigentliche Geistergeschichte war ein Vehikel. Mehr war das nicht. Und ich glaube, das war mein Problem mit dieser Geschichte. Ich hätte das Vehikel nicht gebraucht. Mhm. Es hat mich eher abgelenkt von diesem realen Horror, weil ich war schon sehr dabei. Also ich fand den Weg hin in diese Siedlung, die Bags, fand ich sehr stimmungsvoll. Und auch als sie dann in diesem Wald ankommen. Also ich habe schon mit dem Protagonisten extrem mitgefiebert und habe mich teilweise selbst so zwischen den Bäumen gefühlt. Also es war sehr gut beschrieben. Ich war nur immer damit beschäftigt, irgendwie diese wirkliche Geistergeschichte mit dem, was dort passiert, irgendwie übereinzubringen und war, glaube ich, dadurch auch so ein bisschen abgelenkt und irgendwann auch ungeduldig tatsächlich. Mhm. Was eigentlich schade ist, weil ich das bis zu dem Punkt, wo sie es dann doch schaffen, die Bags zu verlassen, also ich war wirklich, wirklich drin. Naja, aber ich muss jetzt an der Stelle mal den Punkt machen. Kommt es euch denn, also für mich hat sich das sehr natürlich angefühlt, dass ein Kind, das in dieser Situation, in dieser Zeit aufgewachsen ist, zwar natürlich die realpolitischen Implikationen dieser Situation versteht. Ich meine, es fällt hier der Satz, which meant that we were going to take the blame for what happened to her. And the next time we saw white sheets, they wouldn't be Halloween costumes. Also, ihm ist auch als Kind diese politische Grundsituation völlig klar. Aber ich glaube, dass man als Kind stattdessen über diese reale Bedrohungssituation alleine schon aus Selbstschutz, auch wenn es eine krude Art von Selbstschutz ist, für sich einfach nochmal eine übernatürliche Ebene im Sinne dieser Geistergeschichte legt. Einfach um das eigene Weitermachen zu sichern. Und nicht an der Menschheit zu verzweifeln, sondern für sich selbst sagen zu können, ja, okay, die Welt ist halt als Ganzes korrupt. Und das liegt nicht an Menschen, die wir ändern könnten. Fühlt sich für mich natürlich an. Weil wir reden hier immer noch von der Sicht eines Kindes. Ja, und vielleicht auch deshalb hatte ich auch so ein bisschen Ray Bradbury-Vibes. Ja, da bin ich halt bei Ray Bradbury nicht tief genug drin. Ja, also hat ja auch diese Halloween-Geschichten. Mhm. Dieses Rausgehen und dann bricht halt das Übernatürliche über einen hinein. Ja. Aber ich glaube, diese Geistergeschichte ist eben nicht eine Geistergeschichte, sondern ein Vehikel, um den realen Horror, der sich in dieser Geschichte verbirgt, für ein Kind greifbarer zu machen oder formulierbarer zu machen. Ja, durchaus. Also ich meine, letztlich versucht er ja sowieso das Ganze zu verarbeiten oder hat es versucht und die Geschichte ja eh abgewandelt. Also findet derjenige, der ihn interviewt, ja auch später raus, dass manche Dinge einfach nicht gestimmt haben. Allein da hat man ja schon den Hinweis, dass gewisse Dinge abgeändert wurden, damit Head es besser verarbeiten konnte oder irgendwie ertragen konnte. Und generell ist es irgendwie so ein Zeitpunkt, finde ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist auch so eine Coming-of-Age-Geschichte. So dieser Wendepunkt von wirklich Kind, weil er sagt auch, es war das letzte Halloween, wo wir rumgezogen sind, hin jetzt nicht zum Erwachsenensein, sondern hin zumindest in die Pubertät, also hin zu einer Veränderung. Und dahingehend fand ich auch eine Stelle echt gut in dem Buch. Die meisten Leute erzählen einem, dass man aufhört, an Halloween zu glauben, wenn man erwachsen wird. Ich erzähle dir das Gegenteil. Man wird erwachsen, wenn man begreift, dass die Dinge, die einen schrecken, ein Teil der Luft sind, die man atmet. Und das ist ja genau das, was du ja eben beschrieben hast, Dela. Genau. Der alltägliche Schrecken oder gut, was er dort gesehen und erlebt hat, war nicht alltäglich. Ja. Aber dass die Welt durchaus furchtbar und grausam sein kann, diese Erkenntnis in dieser Nacht wahrscheinlich auch zu haben und das irgendwie zu verarbeiten oder damit klarzukommen, bin ich bei dir, da ist diese Zwischenwelt. Also es ist ja, das Ganze
spielt in so einer Zwischenzeit innerhalb seines Lebens, ne, vom Kind hin zu Jugendlichen. Da ist eine Entwicklung und irgendwo auch dieses Kindliche, das Vehikel, Geister, um es zu begreifen, hin zu dem, was eigentlich real ist, was aber auch gedeckelt wird, indem er falsche Erinnerungen abspeichert. Ja, oder sie zumindest falsch wiedergibt, um eben nicht den ganzen Horror zu offenbaren, jemanden, der es nicht unbedingt wissen muss. Ja gut, aber wenn du dir eine Lüge selbst oft genug erzählst, glaubst du sie irgendwann selbst. Und die Erinnerungen können überschrieben werden. So ist es nicht. Also es kann durchaus sein, dass Hat am Ende das wirklich so glaubt. Ja, kann auf jeden Fall sein, würde ich aber nicht zwangsweise reinlesen. Nee, muss man nicht, klar. Genau, weil er auch durch die Rahmenhandlung ja dann auch so ein bisschen als wie heißt es auf Deutsch? Unrelatable Narrator. Unzuverlässiger Erzähler, genau. Da wird ja so ein bisschen auch da noch enttarnt. Ja, aber auch nochmal auf diese Rahmenhandlung zurückzukommen. Ich glaube, die hat mich gestört, weil ich mit Chess so gar nichts anfangen kann. Ja, mir war die einfach egal. Die hat mich nicht gestört, mir war sie einfach egal. Auch für mich war das eigentlich, mir war es eigentlich zu lang. Ja, aber stellenweise war es auch so eine Erinnerung so an meine Studienzeit, wo ich jetzt nicht unbedingt Jazz gehört habe, aber wo ich mich irgendwie für so viele Dinge interessiert habe, wo ich auch gedacht habe, oh, kann ich die noch ins Studium einbauen? Und zwar, also diesen Eifer, den konnte ich so ein bisschen nachvollziehen und habe mich da so wiedergefunden. Von daher war das schon ganz, ganz nett, hätte aber nicht so lang sein müssen. Gut. Ja, wollt ihr noch was sagen? Ja, vielleicht noch kurz, also diese Geschichte ist, wie ich ja schon erwähnt habe, auf Deutsch auch als eigenständiges Buch erschienen. Auch direkt 2000 war die deutsche Erstausgabe, also noch vor dieser Sammlung, in der Edition Phantasia, die damals, mittlerweile kommt da recht selten was raus, aber die damals sehr schöne limitierte Editionen hatte. Mhm. Also es gab hier nur 200 Exemplare, illustriert von Reinhard Kleist, den kennt man glaube ich auch. Mhm. Und von Kleist und Straub handsigniert. War, glaube ich, ein schönes Buch. Mhm. Gut. Wollen wir in die nächste Geschichte gehen? Müssen wir in die nächste Geschichte gehen. Mhm. Hunger, eine Einführung. Kurze Inhaltswiedergabe. Es handelt sich um eine aus der Ich-Perspektive erzählte Geistererzählung, die ich echt nicht gut fand. Ja, sehen. Ja. Konnte ich gar nichts mit anfangen. Auch hier wieder so eine Geschichte, wo ich glaube, es gab daran was zu verstehen und ich habe es nicht verstanden. Ja, also, ja. Wenn, dann haben wir es, glaube ich, alle nicht so verstanden. Kommen wir mal zu dem einen Punkt, den ich gut fand. Wir haben hier einen unglaublich arschigen Erzieher, der aber tatsächlich bei mir trotzdem es schafft, Mitleid auszulösen. Echt? Also er ist... habt ihr Fänger im Roggen gelesen? Ja. Nein. Der liest sich für mich wie das verzogene Gör aus Fänger im Roggen. Puh. Weiß ich jetzt nicht. Er fühlt sich allen und jedem überlegen. Er fühlt sich unglaublich intelligent. Er ist aber gleichzeitig in der Situation, dass er weiß, er hat keinerlei Chance, dieser Situation in seinem Leben zu entkommen und er ist dazu verdammt, ein mittelmäßiges Leben zu führen. Wobei ich finde, er ist aufgrund seiner Überheblichkeit verdammt, ein mittelmäßiges Leben zu führen. Genau. Weil er permanent, er unterschlägt, er klaut und meint, sein Umfeld sei zu dumm, es zu merken. Genau das. So, und dann auch diese Arroganz zu meinen, er hätte eine Verbindung zu diesem Geist in dem Hotel, wo ich gedacht habe, was zur Hölle, Junge. Also. Naja, aber wie habt ihr das denn verstanden? Ist er tot, unser Erzähler? Ja, der ist ziemlich tot. Also ja, würde ich auch sagen. Habe ich das auch so? Also, ich glaube halt einfach. So wie er im Leben Dinge von sich selbst projiziert hat, projiziert er sie halt jetzt auch auf diesen Geist. Also quasi, ich habe damals verstanden, wie alle Menschen getickt haben. Ich verstehe jetzt natürlich auch, wie alle Geister ticken.
Ja, okay. Das bildet er sich natürlich nur ein. Genau, aber, Lehrer. Ja, ja. Was ihn natürlich auch bei weitem nicht sympathischer macht. Hier möchte ich auch nochmal auf ein paar Rezensionen zurückgehen. Also ich habe hier eine gefunden, da war der Schreiber doch sehr positiv beeindruckt von dieser Geschichte. Schreibt, sie ist unglaublich seltsam. Und ja. Er hat das Gefühl, dass er die Geschichte nicht verstanden hat. Also entweder ist die so über uns allen, dass wir sie alle nicht verstehen. Oder es gibt nichts zu verstehen. Oder Straub hat das so gut gemacht, dass man das denkt und es ist wirklich eine komplett sinnlose Geschichte. Ja. Ja. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, nachdem wir so das Leben des Protagonisten begleitet haben, in seiner enormen Intelligenz und Überlegenheit, die ihn immer dazu eigentlich führte, dass er auf die Nase gefallen ist, die ja im Mord seines Arbeitgebers endete, wenn ich mich richtig entsinne, die ja dann wiederum seine Hinrichtung zur Folge hatte. Ich habe den Eindruck gehabt, dass Straub an irgendeinem Punkt selbst nicht mehr wusste, wo er eigentlich hin möchte. Dass er unbedingt eine Geistergeschichte schreiben wollte, aber gleichzeitig die Geschichte über einen absolut narzisstischen Menschen, also der ist ja sowas von ich bezogen, also alles dreht sich um ihn, sogar die Geisterwelt dreht sich um ihn, dass er irgendwie versucht hat, zwei Komponenten zusammenzubringen, die irgendwie nicht harmonieren. Und auch da wieder diese Hungerthematik. Ja, gut, vielleicht geht es auch darum, die irgendwie genauer zu erklären, aber das tut es nicht, denn der Hunger kommt bei Geistern häufiger bei Straub vor. Eigentlich haben sie immer Hunger oder er bezeichnet sie auch als Vampire. Und irgendwie habe ich das Gefühl, hier soll wirklich eine Einführung oder Einleitung gegeben werden, die aber nicht funktioniert. Es funktioniert irgendwie nicht. Ja, ich hätte jetzt einfach dieses Hunger und Sehnsucht nach einem anderen, wie auch immer gearteten Leben. Also genauso wie er halt auch eben in seiner Mittelmäßigkeit gefangen ist und glaubt, ihm steht was anderes zu. Das ist ja auch so eine Thematik, die sich so ein bisschen durch diese Sammlung zieht. Na? Also. Ja. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht. Also entweder ist da nichts zu verstehen oder ich war zu dumm dafür. Ich will es nicht ausschließen. Also ich muss gerade sagen, der letzte Satz von dieser Geschichte hat mich irgendwie total, also ich habe dann wirklich das Buch so ein bisschen in die Ecke, ne? Weil ich gehe, hey, was soll das denn jetzt? Also dieses, ne, er selbst ist wohl ein Geist, da sind alle Geister, die irgendwie hungrig sind, die dann die Enkelin von einem ehemaligen Schulkamerad beobachten, wie sie sich irgendwie vollstopft. Und dann dieses, sie umschließt und umfasst Ethel, also den ursprünglichen Geist, den wir gesehen haben, will und den lebenden Frank. Wer war nochmal Frank? Habe ich vergessen. Und ja, also irgendjemanden. Achso, er selbst. Mhm. Gut. Und genauso, meine Lieben, umschließt und umfasst Tiffany auch euch. Hä? Ja, also, wie gesagt, Pseudophilosoph. Aber ich meine, auf der anderen Art, es macht halt wieder Sinn, dass diese Geschichte so pseudophilosophisch ist, weil das entspricht halt unserem Charakter. Der schwurbelt halt, weil er glaubt, er kann damit den Eindruck erwecken, er wäre intelligent. Und jeder, der ein bisschen intelligent ist, erkennt halt, dass es nur sinnlose Plattitüden sind. Vielleicht will die Geschichte dasselbe machen und da wir es nicht erkennen, was sagt das über uns? Möglich. Ja. Mehr, ich kann dazu nichts sagen. Also, nein. Ich habe auch, also die Geschichte hat für mich nicht funktioniert. Ich bin nicht reingekommen, ich habe sie gelesen und gedacht, oh jo, okay, was es war das jetzt? Es gibt zwei sehr schöne Zitate, die ich noch unterbringen könnte. Life had circled round and stolen what was most essential mine. Den fand ich sehr schön und what I had been, I scarcely knew. What I now was, I could not bear to contemplate. What I was to become, I could not imagine. On all sides, life's prison house rose up around me. In that prison house lay a grave, and within that grave lay I. Also diese Verzweiflung, die hat für mich schon funktioniert. Bloß wie gesagt, das ist halt ein selbstgewähltes Schicksal. Also, ja. Aber das hat mir tatsächlich gefallen, dass es einerseits, ich diesen Charakter unglaublich arschig fand,
aber man es tatsächlich geschafft hat, mir Mitleid zu entlocken für diesen Menschen. Gut. Jo. Gehen wir dann zur letzten Geschichte über. Habe ich auch nicht verstanden, habe ich auch nicht gemocht. Ja, schwierige Geschichte. Also im Deutschen heißt sie ja Knüppel aus dem Sack. Im Englischen heißt sie Mr. Club in Mr. Cuff und handelt von einem erfolgreichen Geschäftsmann, dessen Frau ihn betrügt. Mit seinem Konkurrenten, danke für die Ergänzung. Um sich an ihr zu rächen, heuert er zwei Profis an. So, und jetzt finde ich, wird es äußerst unangenehm. Also ich fand die Geschichte unangenehm. Also ich habe sie sehr schnell gelesen tatsächlich für meine Verhältnisse in diesem Buch. War auch ziemlich gut dabei, aber die ganze Zeit unterschwellig ein absolut ungutes Gefühl. Wie ging es euch? Ja gut, ich meine, das ungute Gefühl gehört halt dazu, aber sie war mir zu wirr, sie war mir zu langatmig und sie war mir zu... Sie hatte mir wieder zu wenig Symbolismus und Zeug. Die war mir wieder zu nicht realistisch, aber zu naturalistisch vielleicht. Ja, ich würde sagen, also naturalistisch, nee, ich glaube, das Wort passt bei mir nicht. Ja, dieses wir beschreiben für 3 Seiten eine Türschwelle. Nein, ja, naturalistisch. Ja. Es war mir, ich würde es, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. So, die anderen Geschichten hatten ja immer noch so eine traumhafte, märchenhafte Ebene. Und das hat mir hier jetzt irgendwie komplett gefehlt. Das ist wahrscheinlich auch so, was du ungefähr meinst. Ja. Das, ja, dieser Realismus. Ich will nicht unbedingt sagen, dass die Geschichte realistisch ist, aber sie ist eben sehr realistisch einfach geschrieben. Es geht mir um den Stil. Genau. Und auch sehr, wie soll man das sagen? Man merkt, mir fehlen heute Worte. Schnörkellos, das ist zum Beispiel ein gutes Wort, ja. Und das hat sich auch irgendwie für mich anders gelesen als die anderen Geschichten. Und deswegen, ich mochte es auch nicht. Und mit, ich glaube, es ist die längste Geschichte in diesem Buch mit über 100 Seiten. Das tut der Geschichte auch nicht gerade gut. Ja. Sie ist ja auch als eigenständiges Buch erschienen, tatsächlich. Also ich fand den deutschen Titel Knüppel aus dem Sack irgendwie so, ja, tatsächlich mit einem Knüppel drauf. Das war so dieses, wir brauchen jetzt noch irgendwie eine Märchenanlehnung und deswegen nehmen wir die so ein bisschen. Weil ich fand das mit Mr. Club und Mr. Cuff eigentlich amüsanter. Also, finde ich tatsächlich nicht. Also ich habe sie auf Englisch gelesen, ich kannte also nur den englischen Titel. Und ich muss sagen, Knüppel aus dem Sack hat für mich jetzt als Titel mehr Sinn gemacht, weil es ja genau dieses meine eigenen Wünsche eskalieren und verstärken sich jenseits meiner Kontrolle. Es hätte quasi auch ein Zauberlehrling sein können oder sowas. Weil er will ja diese Bestrafung dieser Frau, was dann aber eben in eine völlig andere Richtung eskaliert. Genauso wie er ja eigentlich von dem Betrug seiner Frau gleichermaßen abgestoßen wie erregt ist. Ich meine, er masturbiert ja auch auf diese Bilder von diesem Detektiv und so. Also dieser ganze Punkt von unkontrollierten Gefühlsregungen, unkontrollierten Wünschen, unkontrollierten was auch immer, die dann dazu führen, dass ich mich immer tiefer in die Scheiße reite. Das ist ja bei dem Knüppel aus dem Sack auch so. Dass du eben die Wünsche, die du einmal geäußert hast oder diese Emotionen, die du einmal hattest, die kriegst du halt nicht mehr zurückgestopft in diesen Sack. Also die Ebene, unter dem Aspekt verstehe ich, wie der Titel zustande gekommen ist. Das macht halt nur die Geschichte nicht besser. Ja, das stimmt voll. Die Geschichte wird oft mit einer Erzählung von Melville in Verbindung gebracht, mit Bartleby, der Schreiber. Ja. Ich kenne die auch nicht, aber da geht es wohl auch um einen
einen Anwalt, dessen Leben halt immer mehr absackt und bis er den Job verliert und alles wirklich den Bach runtergeht. Ich habe mir da auch mal ein bisschen reingelesen. Es ist natürlich auch klar, es ist Melville, also der Autor von Moby Dick. Es ist eine Geschichte, die gewaltig viel Symbolik hat. Aber das konnte ich tatsächlich hier auch nicht übertragen und nicht erkennen. Ja gut, im Endeffekt, die Übertragung ist ja einfach, diese zwei, also Mr. Club und Mr. Cuff, tauchen ja einfach auf und sie gehen nicht mehr weg und sie tun so, als würden sie arbeiten, aber sie machen es gar nicht, also erstmal. Und allein das ist ja schon äußerst unangenehm. Also ich glaube, in dieser Geschichte von dem Autor von Moby Dick, ich habe den Namen schon wieder vergessen, habe ich zumindest dann nachgelesen, dass das auch zu einiger Irritation geführt hat und Verstimmung, dass dieser eingestellte Schreiber immer weniger arbeitete, bis er gar nichts mehr gemacht hat. Also wir haben hier diese, wir holen jemanden rein, von dem wir denken, dass er uns hilft, und irgendwie geht er aber nicht seiner Arbeit nach, aber er geht auch nicht mehr weg und wir haben den jetzt an der Backe. Also ich glaube, das ist so, warum dieser Vergleich gezogen wird. Und diese zwei Typen sind halt nicht so harmlos wie halt der Schreiberling. Ich fand es da schon äußerst unangenehm zu lesen. Vor allen Dingen habe ich nicht verstanden, warum der Protagonist sich so hat von denen einlullen lassen, beziehungsweise warum dann das Umfeld auch auf einmal so mitgemacht hat. Das war für mich auch so ein bisschen so, ey, was passiert denn da gerade? Also klar, das bekommt so eine Eigendynamik, aber manchmal habe ich diese Eigendynamik nicht so nachvollziehen können. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass diese Eigendynamik deshalb da war, weil die Geschichte es gefordert hat und nicht, weil es sich, ja, genau das. Er ist wirklich übers Knie gebrochen. An der Stelle, wo es für den Protagonisten eskaliert, wo er dann nicht nur in Gesellschaft mit den beiden Alkohol trinkt, sondern auch danach er seinen wichtigsten Klienten darüber irgendwie vergisst, dann noch weiter säuft, dann bei seinem Partner noch reinschnallt, um sich da irgendwie völlig, also das war mir ein bisschen zu, ja, wirklich so, wie ich du gesagt hast, Flo, es musste so sein. Ja. Ja, ich glaube halt, die Ebene ist für mich einfach die von, wenn du einmal zulässt, dass deine Emotionen oder deine Bedürfnisse dich übermannen, hast du ein Problem, weil das dann immer wieder passieren kann und beziehungsweise du, was du einmal ausgelassen hast, kriegst du nie mehr eingefangen. Ich glaube, das ist für mich so ein bisschen der Punkt. Weil die beiden machen sich ja eigentlich auch permanent über ihn lustig. Na? Ja. Also über seine Essgewohnheiten und so weiter und so fort. Und hör doch mal auf zu fressen, nur um deinen inneren Frieden zu finden und so weiter. Also das mochte ich schon grundsätzlich. Aber ich glaube, da ist einfach die Allegorie bzw. die Metapher ist einfach viel zu dünn, um die Handlung zu tragen, die nicht da ist. Ja. Und umso unverständlicher ist mir, dass diese Geschichte preisgekrönt ist. Ja, mehrfach. Aber, ach, das heißt halt auch echt nicht viel sein, weil ja nicht. Also sie kommt ziemlich gut weg. Also ich habe auch ein paar Rezensionen gelesen, also auch im Englischen, weil wie gesagt, die ist ja auch als eigenes Buch erschienen und die Leute sind tatsächlich ziemlich angetan davon. Oder haben gesagt, ja, also das war mit so eine der schrecklichsten Geschichten, die ich hier gelesen habe und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es auch daher rührt, also nicht durch die Brutalität oder auch Zerstörung, sondern auch die Sinnlosigkeit teilweise, die man darin so sieht. Also es ist, sie tauchen auf, sie sind da, sie gehen nicht mehr weg. Der Protagonist nimmt sämtliche Warnzeichen nicht wirklich ernst, ja, und gerät immer mehr in diesen Sog, bis er wirklich komplett zerstört ist. Wobei ich glaube, dass ein großes Element tatsächlich, dass die Geschichte mit der Rache ist. Also wenn du diese Gefühle aufgrund einer emotionalen Verletzung in dein Leben wirklich lässt und dich dazu entschließt, Rache zu üben, muss es dir eigentlich bewusst sein, dass
Rachegefühle und die Ausübung von Rache etwas mit dir machen und sie zerstören, einen Teil von dir. Und das hat mich schon am Anfang, kommt ein Satz, der mich wiederum so ein bisschen irritiert hat. Denn es heißt, das Leben hatte mich noch nicht gelehrt, dass Rache unweigerlich Rache nach sich zieht. Und das ist so etwas, wie kann der Protagonist, der ja schon ein bisschen älter ist, das nicht wissen? Weil das sind Dinge, die habe ich schon im Kindergarten gelernt. Ja, aber nee, ich glaube, es gibt solche Menschen. Also da sind wir ja wieder an dem, da haben wir wieder den Zirkelschluss zu Aschbuttel, was ich als erstes Zitat hatte. Dieses Menschen glauben, Hoffnung und das Recht, ein glückliches Leben zu haben, sei ein Naturgesetz. Und es gibt diese Menschen. Es gibt diese Menschen einfach. Wir kennen keine solche Menschen, aber das liegt an uns. Das liegt nicht daran, dass es die nicht gibt. Also, weil du gesagt hattest, Dela, dass du da irgendwie so diese Symbole und die Metaphern findest. Ich habe den Eindruck, dass die ganze Geschichte im Endeffekt das Symbol oder die Metapher darstellen soll. Sie fehlen mir nicht. Sie sind mir nur zu dünn, um das nicht vorhandene Stück Handlung zu tragen. Oder zu ersetzen, sagen wir so. Okay. Also, ich fand es auch eine schwierige Geschichte. Ich habe allerdings über diese drei Sätze noch etwas nachdenken und schmunzeln müssen, die er rezitiert hat. Ich suche sie gerade. Ne? Also, im Deutschen heißt dieses Kapitel die Bedeutung der Tragödie. Und er schließt es mit drei Punkten, die er im Laufe der Geschichte erfahren hat oder selbst geäußert hat. Also, die Bedeutung der Tragödie ist, alles ist in Ordnung, alles ist gut. Die Bedeutung der Tragödie ist, es tut nicht lange weh. Die Bedeutung der Tragödie ist, Wandel ist die Grundregel des Lebens. Und ich musste so ein bisschen lachen oder zumindest schmunzeln, weil das sind tatsächlich Sätze, die ich mir selbst auch immer wieder gesagt habe, in Situationen, in denen es mir absolut beschissen ging. Also, wo ich innerlich schon komplett fertig gewesen bin und nach außen, weil die Situation es gefordert hat, mir ne, so getan habe und mir selbst immer wieder eingeredet habe, alles ist gut, alles ist in Ordnung. Ja, oder auch dieses, es geht vorbei, ja, also was man ja sinngemäß mit es tut nicht lange weh übersetzen kann, ja. Und dann dieses Wandel ist die Grundregel des Lebens. Ja, gut, das ist halt so, ja, kann man aber auch hin zu diesem, es geht immer weiter, nicht auf dieselbe Art und Weise, weil das ist ja dieser Hoffnungsschimmer. Und ich glaube, was er hier wahrscheinlich gelernt hat, so die grundlegenden Regeln einfach nicht, also die der Tragödie, also sprich des Lebens an sich, was ich dann auch wieder trotzdem so ganz spannend fand, aber der Teil dazwischen, es war so, ja, okay. Also vielleicht sind da auch wieder zu viele, es fängt ja anfangs mit dieser langatmigen Beschreibung seiner Herkunft, dass diese Stadt unterteilt ist in all jene, die besser gestellt sind und die Bauern. Und allein das ist ja schon, und dass er dort hergekommen ist und es so hinter sich lassen möchte und dann so erfolgreich wird und irgendwie holt ihn ja das ursprüngliche Leben auch, was er mal hatte, also ein, er kann auch seine Herkunft irgendwie nicht verleugnen. Also es wird ihm ja Stück für Stück weggenommen. Er greift ja als Werkzeug darauf zurück. Ich meine, genau seine das. Hilfe ist ja tatsächlich einer von diesen TM-Bauern. Ja. Also genau. Auch da, ich glaube, Straub hat bei der Geschichte viel gewollt. Und wenig erreicht. Ja, leider. Ja, bin ich bei dir. Wie gesagt, ich fand sie unangenehm. Ja, aber nicht auf die gute Art unangenehm. Nee. Gut, dann hatten wir alle so dasselbe Gefühl bei dieser Geschichte. Ja. Ich möchte allerdings noch zwei Zitate loswerden für diese Geschichte. Mine as disasters do begin at home. Dann, and for 23 months I inhabited the paradise of fools. Und als letztes, with heavy hearts and in equal anger. Weil die fand ich sehr, sprachlich sehr hübsch. Mhm.
Gut, das wäre alles, was ich dazu zu sagen hätte. Ich habe mehr als genug geredet heute. Ja, dann kannst du vielleicht doch eine letzte Sache sagen. Nein, noch nicht ganz. Würdest du das Buch weiterempfehlen oder nicht? Ja. Das also, ehrlich freut mich. Ich muss sagen, ich habe ja mit Straub meine Probleme. Das wissen wir, seit wir den Königsbruder Gast gehört haben. Ich finde den super, solange er nicht in Realismus kippt. Sobald er in Realismus kippt, wird es scheiße und langatmig. Wenn er mit Symbolik spielt und mit Sprache spielt und mit Übernatürlichen spielt, ab dann ist er cool. Ja, ich kann auch nur zustimmen. Also ich war positiv überrascht. Wir haben ja bei Kurzgeschichten-Sammlungen oft nicht so Glück. Mhm. Und dass da auch Nieten dabei sind, ist klar. Natürlich. Aber so im Großen und Ganzen mochte ich das Buch wirklich, ja. Hey, ich habe es durchgelesen. Das heißt schon viel. Oh, da bin ich gespannt, ob du das beim nächsten Mal auch schaffst. Nein, das ist nicht so schlecht, wie wir es immer machen. Ja, aber da kommen wir das nächste Mal dazu. Nächstes Mal gibt es nämlich wieder einen Tabatha King. Ja. Die Seelenwächter. Und ganz ehrlich, ihr werdet vielleicht überrascht sein von unserer Reaktion. Sagen wir es. Genau. Weil wir waren, glaube ich, selber überrascht von unserer Reaktion. Sagen wir mal so, wir hatten den ersten Tabatha King 2018 und haben den zweiten dann gelesen und es hat bis jetzt gedauert, ihn zu veröffentlichen. Genau. Aber ja, seid gespannt, es wird bestimmt eine sehr interessante Folge werden. Genau. Aber wir bedanken uns bei euch fürs Dabeisein, fürs Zuhören und wie gesagt, gebt uns gerne mal eine kleine Rückmeldung, wie ihr diese kleinen Spezialfolgen findet, ob ihr da Spaß dran habt, in welche Richtung wir vielleicht auch noch einschlagen könnten, woran ihr Spaß hättet, was euch interessieren würde, ob euch vielleicht auch die Inspirationsquellen von King interessieren würden. Das wäre ja vielleicht auch nochmal ein Ding. Also wir sind da gerne für Feedback offen, ob wir es dann umsetzen, ist eine andere Frage, aber wir würden das auf jeden Fall in Betracht ziehen. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, lieber Flo, es war mir wie immer eine Ehre. Es war sehr schön, Dela. Ich bedanke mich außerdem bei dir, liebe Julia. Es ist sehr schön, mit dir zu podcasten. Danke, das kann ich an euch beide nur zurückgeben. Ich freue mich echt, dass ich dabei sein darf. Sehr, sehr gern. Und wie gesagt, ich bedanke mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir hören und sehen uns demnächst wieder. Einerseits zu normalen Königsbuch-Dame-Gast-Folgen, andererseits aber auch zu weiteren Family and Friends Specials. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Wir hören uns demnächst. Tschüss. Tschüss. Ciao.